Vielen Dank für diese freundliche Einleitung. Ich bin immer ganz gerührt, wenn ich erfahre von Moderatoren, was ich alles schon in meinem Leben gemacht habe. Darf ich die Lichtregie bitten, bevor ich mit der Lesung beginne, das Publikum ins Licht zu setzen? Ich würde nämlich gerne ein Foto von Ihnen machen. Ich habe einen Facebook-Account und ich weiß nicht, was ich da draufstellen soll. Und ich habe mir dann irgendwann einmal gedacht, weil ich ja Privates nicht veröffentliche, was ist sinniger als Fotos einer qualifizierten Öffentlichkeit zu veröffentlichen. Ich danke herzlich für die Einladung. Dankbar, dass ich Ihnen meinen Roman Die Hauptstadt vorstellen kann und darf, wie man so schön sagt. Und ich beginne einfach einmal zunächst mit dem Prolog. Das ist insofern sinnig, als Sie ja auch mit dem Beginn beginnen würden, wenn Sie das Buch selbst lesen. Also der Prolog des Romans Die Hauptstadt. Da läuft ein Schwein. David de Vriend sah es, als er ein Fenster des Wohnzimmers öffnete, um noch ein letztes Mal den Blick über den Platz schweifen zu lassen, bevor er diese Wohnung für immer verließ. Er war kein sentimentaler Mensch. Er hatte 60 Jahre hier gewohnt, 60 Jahre lang auf diesem Platz geschaut und jetzt schloss er damit ab. Das war alles. Das war sein Lieblingssatz. Wann immer er etwas erzählen, berichten, bezeugen sollte, sagte er zwei oder drei Sätze und dann, das war alles. Dieser Satz war für ihn die einzig legitime Zusammenfassung von jedem Moment oder Abschnitt seines Lebens. Die Umzugsfirma hatte die paar Habseligkeiten abgeholt, die er an die neue Adresse mitnahm. Habseligkeiten, ein merkwürdiges Wort, das aber keine Wirkung auf ihn hatte. Dann sind die Männer von der Entrümpelungsfirma gekommen, um alles Übrige wegzuschaffen, nicht nur was nicht nied- und nagelfest war, sondern auch die Nieten und Nägel. Sie rissen heraus, zerlegten, transportierten ab, bis die Wohnung besenrein war, wie man das nannte. De Vriend hatte sich einen Kaffee gemacht, solange der Herd noch da war und seine Espressomaschine da stand, den Männern zugeschaut, darauf achtend, ihnen nicht im Weg zu stehen. Noch lange hatte er die leere Kaffeetasse in der Hand gehalten und sie schließlich in einen Müllsack fallen lassen. Dann waren die Männer fort, die Wohnung leer, besenrein. Das war alles. Und jetzt noch ein letzter Blick aus dem Fenster. Es gab da unten nichts, was er nicht kannte und nun musste er eben ausziehen, weil eine andere Zeit gekommen war und da sah er tatsächlich, da unten lief ein Schwein, mitten in Brüssel, in Saint-Catherine. Es musste von der Rue de la Brée gekommen sein, lief den Bauzaun vor dem Haus entlang. De Vriend beugte sich aus dem Fenster und sah, wie das Schwein nun rechts an der Ecke zum Vieux Marché, einigen Passanten ausweichend, beinahe vor ein Taxi lief. Kai-Uwe Fricke, von der Notbremsung nach vorn geworfen, fiel in den Sitz zurück. Er verzog das Gesicht, er kam zu spät, er war genervt. Was war jetzt wieder los? Er war nicht wirklich zu spät, es war nur so, dass er bei einem Treffen immer Wert darauf legte, 10 Minuten vor der vereinbarten Zeit da zu sein, vor allem an Regentagen, um sich auf der Toilette noch schnell wieder in Ordnung zu bringen, das regennasse Haar, die beschlagene Brille, bevor die Person kam, mit der er verabredet war. »Ein Schwein! Haben Sie das gesehen, Monsieur?« rief der Taxifahrer. »Springt mir fast vor den Wagen!« Er beugte sich weit über das Lenkrad. »Da, da, sehen Sie es?« Jetzt sah es Kai-Uwe Fricke. Er wischte mit dem Handrücken über die Scheibe. Das Schwein lief seitlich weg. Schmutzig rosa glänzte der nasse Leib des Tiers im Licht der Laternen. »Wir sind da, Monsieur. Näher kann ich nicht ranfahren. Also sowas läuft mir ein Schwein fast in den Wagen. Schwein gehabt, kann man da nur sagen.«
Fenia Xenopolo saß im Restaurant Menelas am ersten Tisch neben dem großen Fenster mit Blick über den Platz. Sie ärgerte sich, dass sie viel zu früh gekommen war. Das war nicht souverän, wenn sie schon wartend da saß, wenn er kam. Sie war nervös. Sie hatte befürchtet, dass es wegen des Regens einen Stau geben würde. Sie hatte zu viel Wegzeit einkalkuliert und nun saß sie bereits beim zweiten Uso. Der Kellner umschwirrte sie wie eine lästige Wespe. Sie starrte das Glas an und befahl sich, es nicht anzurühren. Der Kellner brachte eine Karaffe mit frischem Wasser. Dann brachte er einen kleinen Teller mit Oliven und sagte, ein Schwein. Wie bitte? Fenia blickte auf, sah, dass der Kellner gebannt auf den Platz hinausschaute und nun sah sie es. Das Schwein lief auf das Restaurant zu in einem lächerlichen Galopp, diese kurzen vor- und zurückschwingenden Beinchen unter dem runden, schweren Körper. Sie dachte zuerst, das sei ein Hund, eines von diesen abstoßenden Biestern, die von Witwen gemästet werden. Aber nein, es war tatsächlich ein Schwein, fast wie aus einem Bilderbuch. Sie sah den Rüssel, die Ohren als Linien, als Konturen. So zeichnet man für Kinder ein Schwein. Aber dieses schien aus einem Horror-Kinderbuch entsprungen. Es war kein Wildschwein. Es war ein verdrecktes, aber eindeutig großer Hausschwein, das etwas Irres hat. Etwas Bedrohliches. Am Fenster lief das Regenwasser herunter, verschwommen sah Fenia Xenopolo, wie das Schwein plötzlich vor einigen Passanten abbremste, die Beinchen durchgestreckt, es rutschte, warf sich zur Seite, knickte ein, gewann wieder Boden und galoppierte zurück, nun in Richtung Hotel Atlas. Und in diesem Moment verließ Richard Oswiecki das Hotel. Schon beim Verlassen des Lifts, während er das Hotelfoyer durchquerte, hatte er sich die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen. Nun trat er hinaus in den Regen, eilig, aber nicht zu schnell. Er wollte nicht auffallen. Der Regen war ein Glück. Kapuze, eiliger Schritt, das war unter diesen Gegebenheiten völlig normal und unauffällig. Niemand sollte später aussagen können, er habe einen Mann flüchten sehen, etwa so alt, schätzungsweise so groß. Rasch wandte er sich nach rechts, da hörte er aufgeregte Rufe, einen Schrei und ein seltsam quietschendes Keuchen. Da hielt er kurz inne, schaute zurück und jetzt bemerkte er das Schwein. Er konnte nicht glauben, was er sah. Da stand ein Schwein zwischen zwei dieser schmiedeeisernen Pfosten, die den Vorplatz des Hotels säumten. Es stand da mit gesenktem Kopf in der Haltung eines Stiers, bevor er zum Angriff übergeht. Das hatte etwas Lächerliches und zugleich doch Bedrohliches. Es war völlig rätselhaft, woher kam dieses Schwein, wieso stand es da? Richard Oswiecki hatte den Eindruck, dass alles Leben auf diesem Platz, zumindest soweit er ihn nun überblickte, erstarrt und eingefroren war. Die kleinen Augen des Tiers reflektierten schimmernd das Neonlicht der Hotelfassade. Da begann Richard Oswiecki zu laufen. Er lief nach rechts weg, blickte nochmals zurück. Das Schwein riss schnaufend den Schädel hoch, machte ein paar kleine Schritte rückwärts, drehte sich um und rannte nun quer über den Platz hinüber zu der Baumreihe vor dem flämischen Kulturzentrum, dem Markten. Die Passanten, die die Szene beobachtet hatten, sahen dem Schwein nach und nicht dem Mann mit der Kapuze. Und jetzt sah Martin Sussmann das Tier. Er wohnte in dem Haus neben dem Hotel Atlas, öffnete just in diesem Moment das Fenster, um zu lüften, und traute seinen Augen nicht. Das sah jetzt ausgesehen wie ein Schwein. Er hatte gerade über sein Leben nachgedacht, über die Zufälle, die dazu geführt hatten, dass er, ein Kind österreichischer Bauern, nun in Brüssel lebte und arbeitete. Er war in einer Stimmung, in der ihm alles verrückt und fremd erschien, aber ein freilaufendes Schwein da unten auf dem Platz, das war allzu verrückt. Das konnte nur ein Streich seiner Fantasie sein, eine Projektion seiner Erinnerungen. Er schaute nochmals, aber da sah er das Schwein nicht mehr. Das Schwein lief inzwischen auf die Kirche St. Catherine zu, querte die Rue St. Catherine, hielt sich links den Touristen ausweichend, die aus der Kirche kamen, lief an der Kirche vorbei zum Quai Aubry. Die Touristen lachten. Sie hielten wohl das gestresste, fast schon kollabierende Tier für Folklore, für irgendein lokales Phänomen. Manche würden später im Reiseführer suchen, ob es dazu eine Erklärung gab.
werden nicht im spanischen Pamplona an irgendeinem Feiertag Stiere durch die Straßen der Stadt getrieben? Vielleicht macht man das in Brüssel mit Schweinen. Wenn man das Unbegreifliche dort erlebt, wo man gar nicht erwartet, alles zu verstehen, wie heiter ist dann das Leben? In diesem Moment bog Goda Mustafa um die Ecke und stieß fast mit dem Schwein zusammen. Fast hatte es ihn nicht doch berührt, sein Bein gestreift, ein Schwein. Goda Mustafa sprang in Panik zur Seite, verlor das Gleichgewicht und fiel. Und nun lag er in einer Pfütze, wälzte sich herum, was die Sache noch schlimmer machte. Aber es war nicht der Dreck der Gosse, es war die Berührung, wenn es denn überhaupt eine gewesen war, mit dem unreinen Tier, durch die er sich beschmutzt fühlte. Da sah er eine Hand, die sich zu ihm hinunterstreckte. Er sah das Gesicht eines älteren Herrn, ein trauriges, besorgtes Gesicht, regennass, der alte Mann schien zu weinen. Das war Professor Alois Erhard. Goda Mustafa verstand nicht, was er sagte, er verstand nur das Wort okay. Okay, okay, sagte Goda Mustafa. Professor Erhard redete weiter auf Englisch. Er sagte, dass auch er heute schon gestürzt sei, aber er war so konfus, dass er failed, sagte statt fell. Goda Mustafa verstand ihn nicht, sagte noch einmal, okay. Da kam schon das Blaulicht, die Rettung, Polizei. Der ganze Platz rotierte, flackerte, zuckte im Blaulicht. Die Einsatzfahrzeuge rasten heulend zum Hotel Atlas. Der Himmel über Brüssel tat seine Schuldigkeit. Es regnete. Und jetzt schien es blaublitzende Tropfen zu regnen. Dazu nun ein starker Windstoß, der manchem Passanten den Regenschirm hochriss und umstülpte. Goda Mustafa nahm die Hand von Professor Erhard und ließ sich aufhelfen. Sein Vater hatte ihn vor Europa gewarnt. So, in diesem Prolog haben Sie jetzt schon der Reihe nach die wesentlichen Hauptfiguren des Romans der Reihe nach kennengelernt. Der Roman spielt also in Brüssel und im Wesentlichen im Biotop der Beamten der Europäischen Kommission. Und es geht im Folgenden im Wesentlichen darum, das muss ich ganz kurz zusammenfassend erklären, bevor ich die nächste Stelle lese. Es geht um Folgendes. Bei der jüngsten Eurobarometer-Umfrage hat sich herausgestellt, dass das Image und das Ansehen der Europäischen Kommission sehr in den Keller gesunken ist, wie noch nie in der Geschichte des Europäischen Einigungsprojekts, noch nie seit der Gründung der Europäischen Kommission. Jetzt machen Sie alle Sorgen, wieso haben die europäischen Bürgerinnen und Bürger so wenig Vertrauen in die Kommission, warum verstehen sie nicht, was die Kommission macht, warum hat die Kommission so ein schlechtes Image. Und es entsteht daher sozusagen die Idee in der Kommission, wir müssen etwas tun, um das Image der Kommission aufzupolieren. Und die Leiterin der Direktion für Kommunikation hat dann die Idee, ein demnächst nahendes Jubiläum, den runden Jahrestag der Gründung der Europäischen Kommission zum Anlass zu nehmen, ein großes Geburtstagsfest zu machen und das zum Anlass zu nehmen, also die Leistungen der Kommission in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stellen. Sozusagen ein großes Geburtstagsfest, wo man das Geburtstagskind, nämlich die Kommission, hochleben lässt, in der Hoffnung, dass sich das Ansehen und das Image danach verbessert. Die Fenia Xenopoulou, die Sie jetzt kennengelernt haben, die in dem Restaurant Menelas auf den Caio Refugio gewartet, die arbeitet, die leitet Direktion in der Generaldirektion für Kultur. Und die ist sehr unglücklich, diese Beamtin, weil sie ist eine Top-Ökonomin, hat an Spitzenuniversitäten Ökonomie studiert und postgraduated, also überhaupt in den Top-Universitäten Europas und USA. Und die versteht überhaupt nicht, warum sie da in die Kultur versetzt wurde, weiß sie auch nicht, was sie machen soll. Kennt sie da nicht aus. Vor allem, da die Kultur
das Ressort ist in der Europäischen Kommission, das das geringste Gewicht, die geringste Bedeutung, den wenigsten Einfluss hat von allen Ressorts der Kommission. Das hat damit zu tun, dass sich die Bedeutung einer Generaldirektion ermisst an den Kompetenzen, die sie hat und am Budget, das sie zur Verfügung stellt. Und mit der Kultur ist halt so, die haben wenig Kompetenzen und daher auch kaum Budget. Und sie empfindet ihre Arbeit in der Generaldirektion für Kultur daher als irgendwie eine Sackgasse ihrer Karriere und möchte von dort nichts mehr weg. Wie sie Wind bekommt von diesem Big Jubilee Project, mit dem also versucht wird, also dieses Geburtstagsfest der Kommission auszurichten und das Image der Kommission zu verbessern, hat sie das Gefühl, das ist eine Chance für sie, auffällig zu werden, das Projekt an sich zu reißen. Sie sagt, das gehört in die Kultur, das müssen wir machen. In der Hoffnung, wenn es ihr tatsächlich gelingt, das Ansehen der Kommission europaweit zu heben, dass dann also bemerkt wird, dass sie eigentlich zur höheren Reihen berufen ist und dann kommt es vielleicht in die Generaldirektion für Handel oder für Wirtschaft, also irgendwas, wo sie sich auskennt. So. Es reißt sie das an sich und sie beauftragt den kleinen Referenten Martin Sussmann, den haben Sie auch jetzt im Prolog kennengelernt, einmal Ideen zu entwickeln, ein Papier zu entwickeln. Das macht er. Und jetzt kommt dann der Punkt, also ich will jetzt gar nichts über die Ideen und so, wenn Sie dann nachher, was mich stolz machen würde, Lust empfinden, den Roman selbst zu lesen, werden Sie das ja lesen. Jedenfalls, er entwickelt eine Idee. Und jetzt kommt es darauf an, dass der Präsident der Kommission, der Kommissionspräsident, dem zustimmt und sagt, er will das. Weil dann erst sind Fakten geschaffen, hinter die es dann kein Zurück mehr gibt und dann kann das Projekt in Gang kommen und realisiert werden. Braucht also die Zustimmung vom Kommissionspräsidenten. Sie versucht einen Termin bei ihm zu bekommen. Von der Kultur kriegt man halt keinen Termin beim Kommissionspräsidenten persönlich, aber immerhin beim Kabinettschef. So, und sie hat diesen Termin und muss ihn davon überzeugen, dass der Kommissionspräsident sagt, das will ich. Jetzt ist der Kabinettschef in einer verzwickten Lage. Einerseits kann er auch im Namen des Kommissionspräsidenten nicht sagen, wir wollen kein Projekt, das versucht, unser Ansehen zu heben. Wir wollen kein Projekt haben, das versucht, das Image der Europäischen Kommission zu verbessern. Das ist unmöglich, kann man nicht sagen. Gleichzeitig, nachdem er gezeigt wurde, um welche Idee es geht, war ihm auch klar, mit der Idee wird er Probleme kriegen mit einer Reihe von Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und diese Probleme kann er alle brauchen. Es hat also der Kabinettschef des Kommissionspräsidenten sozusagen den Auftrag, durch Zustimmung das Projekt zu verhindern. Und wie er das macht, da lese ich Ihnen zumindest einmal den Anfang dieses Streits, der im Großen und Ganzen zusammengefasst werden kann als hohe Beamtenkunst vor. Also die Fene Xenopolo, intern im Haus einfach nur Xeno genannt, ja, saß schließlich dem Kabinettschef des Kommissionspräsidenten gegenüber, Romolo Strozzi, der, wie sie seinen Wikipedia-Eintrag entnommen hatte, mit vollem Namen Romolo Augusto Massimo Strozzi hieß, letzter und kinderloser Spross einer alten italienischen Adelsfamilie. Es kursierten in den europäischen Institutionen einige Anekdoten über ihn und seine sehr unkonventionelle Art. Er galt als bunter Hund und Xeno stellte erstaunt fest, dass das womöglich auch ganz wörtlich zu verstehen war. Strozzi trug einen blauen Anzug, ein gelbes Einstecktuch, eine rote Anzugweste, die seinen Bauch hervorhob und zugleich zusammenhielt.
Er war nicht dick, nur gerade so mollig, dass er, nicht zuletzt auch mit dem Signalrot seiner Weste, demonstrierte, eben kein Asket zu sein. Und das war ungewöhnlich auf dieser Ebene der Macht, die beherrscht war von den Enarken, den Absolventen von Kaderschmieden wie der École Nationale d'Administration. In der Regel sehr schlanke Männer in Slim-Fit-Anzügen und asketisch in jeder Hinsicht, fähig, Stunden und Nächte lang zu verhandeln. Sie schienen kaum Essen zu brauchen, so gut wie keinen Schlaf. Sie kamen mit wenigen Worten aus, mit wenigen Gesten. Sie vermieden die Überzuckerung ihrer Seele durch die Süße der Empathie. Sie brauchten keine Öffentlichkeit. Ihnen genügte der Stoffwechsel im Inneren der Macht. Sie entsagten dem äußeren Glanz. Es gab in ihrem Leben und in ihrer Arbeit kein Ornament. Alles war so klar wie unsichtbar. Diesen Typus Mann konnte Xeno professionell einschätzen. Das hatte sie gelernt, darauf war sie in ihren Eliteschulen vorbereitet worden und damit hatte sie in ihrer bisherigen Karriere Erfahrungen gemacht. Und nun saß sie diesem barocken italienischen Grafen gegenüber, der ihr sein rotes Bäuchlein entgegenstreckte und wie ein Operettendirigent mit großer Gestik sprach, wobei sein Siegelring vor ihren Augen tanzte. Es war nicht lächerlich. Es war durchaus Ehrfurcht und Respekt gebietend, anders wäre es bei einem Mann in seiner Position auch nicht vorstellbar gewesen. Es war nur so, dass Xeno von seiner Art augenblicklich verwirrt war und nicht damit zurechtkam. Er war ja nicht nur perfekt in Italienisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Er eröffnete das Gespräch lippenleckend vor Vergnügen auf Altgriechisch. Als Xeno ihn nur fassungslos anschaute, entschuldigte er sich, sein Neugriechisch sei leider so rudimentär, dass es ihr Schmerzen bereiten würde, und er vergesse ja immer wieder, dass Altgriechisch für Griechen eine so fremde Sprache sei wie Kisuaheli. Enache in o logos, sagte er und fügte hinzu, am Anfang war das Wort, aber meine Worte waren leider ein Fehler, je suis désolé. Und er lachte. Und Xeno war eingeschüchtert vom Überfall seiner Heiterkeit. Sie hatte sich unmittelbar vor diesem Termin über den Conte Strozzi schlau gemacht, um ihn einschätzen zu können, um nicht überrascht zu werden und in der Verhandlung mit ihm möglichst schnell richtig reagieren zu können. Aber sie begriff erst jetzt, zu spät, was all das wirklich bedeutete, was sie über ihn gehört und gelesen hatte. Die Strozzis waren bereits vom römisch-deutschen Kaiser Friedrich II. In den Adelstand erhoben worden. Sie waren verwandt und verschwägert mit österreichischen, deutschen und tschechischen Hochadel. Romulus Strozzis Großvater war ein Kriegsverbrecher als Kommandant einer Einheit der 9. italienischen Armee, die 1941 und 1942 in Montenegro Massenerschießungen durchführte. Aber sein Vater wurde 1964 als Absolvent der Diplomatischen Akademie jüngstes Mitglied des Verhandlungsteams, das für die italienische Regierung den Fusionsvertrag der Europäischen Gemeinschaft vorbereitete, der zur Einsetzung des gemeinsamen Rats und der Kommission führte. Sein österreichischer Großonkel Nikolaus Graf Kevenhüller war ein fanatischer Nationalsozialist, der noch im Januar 1945 stellvertretender Gauleiter von Kärnten wurde, aber gleich Anfang Mai nach Spanien abtauchte, wo er bis zu seinem Tod 1967 als Berater der spanischen Geheimpolizei DGS mit einem Ehrensold von Generalissimo Franco unbehelligt lebte. Und seine Großtante Marion, eine von Tirpitz wiederum, heiratete den deutschen Widerstandskämpfer Ulrich Hesse, war eine sozialdemokratische Kommunalpolitikerin in Hannover und Sekretärin des Verbands der Opfer des Nationalsozialismus. Diese Familiengeschichte war wohl der Grund für das berühmteste Zitat, das Romulus Strozzi zugeschrieben wurde. L'Europe, c'est moi. Eine solche Familiengeschichte war natürlich faszinierend, aber für Xeno letztlich auch rätselhaft. Es war ihr völlig wesensfremd, dass all dies fortwirken und die Biografie eines Menschen prägen konnte. Sie hatte ein Familienbild, demzufolge Vorfahren etwas waren, worüber man erst
etwas wusste, seit es Fotografien gab. Und auch dann wusste man nicht viel mehr als die Namen. Im Grunde waren es Menschen, die wahrscheinlich nicht viel anders gelebt hatten als die Eltern. Menschen, die zusammenhielten und sich halfen, gefangen in ihren Verhältnissen. Das musste so gewesen sein, denn es gab keine Geschichten über sie und sie haben auch keine Geschichten gemacht. Als Xena den ausführlichen Wikipedia-Eintrag über Romulo Strozzi gelesen hatte, war sie von all den Herkunfts- und Familiengeschichten dieses Mannes nicht sonderlich beeindruckt gewesen. Das war für sie geklimper. Strozzi war bitte der Kabinettschef des Kommissionspräsidenten, aber der Eintrag tat so, als wäre er hauptberuflich Nachfrage. Und das fand Xena verrückt. Wirklich erstaunt und beeindruckt hatte sie eine andere Information. Romulo Strozzi hatte bei den Olympischen Sommerspielen 1980 eine Medaille im Fechten gewonnen. Bronze in Säbel-Einzel. Hast du das gewusst? Hatte sie Fritsch gefragt. Ja, hat er gesagt, das habe ich gehört, das waren die Spiele in Moskau. Man sagt, dass Strozzi davon profitiert habe, dass sehr viele Länder damals die Spiele boykottiert haben wegen des Einmarsches sowjetischer Truppen in Afghanistan. Dadurch waren einige Weltklassefechter gar nicht dabei. Aber er hat sich qualifiziert, er hat gekämpft und er hat eine Medaille gemacht. Ja, das hat er, aber weißt du, was viel interessanter ist? Das hat mir Kino erzählt, als wir einmal über Strozzi sprachen. Die Italiener haben die Spiele zwar nicht boykottiert, aber sie sind auch nicht unter ihrer Nationalflagge angetreten, sondern unter der olympischen Fahne, die fünf Ringe auf weißem Grund. Und bei den Siegerehrungen italienischer Sportler durfte nicht ihre Nationalhymne gespielt werden, sondern es musste die Ode an die Freude gespielt werden. Die Familie Strozzi soll damals großen Einfluss auf diese Entscheidung des italienischen Olympischen Komitees gehabt haben. Und jetzt saß Xena diesem Strozzi gegenüber, sah ihn an, der Siegelring tanzte vor ihren Augen und was sie über diesen Mann mit dem roten Bäuchlein im Grunde im Kopf hatte, war Olympiamedaille im Fechten. Sie kannte sich bei diesem Sport nicht aus. Warum sollte sie? Strozzi hatte seine Medaille mit dem Säbel gewonnen, das war nicht Florett. Hätte Xena den Unterschied gekannt, sie hätte jetzt auch den Gesprächsverlauf besser einschätzen können. Sie hatte erwartet, dass er ohne Umschweife zur Sache kommen würde. Solche Männer haben wenig Zeit. Er würde sie gerade herausfragen, was er für sie tun könne, dann Interesse zeigen oder Interesse heucheln. Sie müsste sehr schnell, sehr präzise Anliegen so vorbringen, dass seine Reaktion in Richtung Interesse haben ausschlägt. Aber zu ihrer Verblüffung sagte er, schön, dass Sie mich besuchen. Wissen Sie, wenn ich Sie schon da habe, dann möchte ich Ihnen das fragen. Wissen Sie, was mich interessiert, da hätte ich es wirklich gerne Ihre Meinung. Was sagen Sie zum Burkini-Verbot? Sie als Frau, würde mich wirklich interessieren. Sind Sie der Meinung, dass Männer wie der Bürgermeister von Nizza bestimmen dürfen, was Frauen anzuziehen haben? Besser gesagt in diesem Fall, dass sie sich ausziehen müssen. Eine Frau muss sich ausziehen, das ist unsere christliche Kultur. Ja? Was sagen Sie? Wenn Sie wüssten, wie viele Anfragen wir da haben, dass die Kommission hier Stellung nehmen müsse. Xena war sprachlos. Strozzi lächelte. Bisschen viel verlangt, sagte er. Also ich bin ja privat der Meinung, dass der Burkini die Frauen vor Hautkrebs schützt. Xena wusste jetzt nicht, ob Strozzi im Ernst erwartete, dass sie... Aber der Ruf nach einem Verbot wird immer lauter, sagte er. Auf welcher Grundlage könnten wir das tun? Kampf gegen Fanatismus und Orthodoxie, bitte Sie. Es gibt keine Richtlinie, die uns dazu verpflichtet. Zum Glück, Madame. Wir könnten in Europa das Licht ausmachen, den Laden schließen. Dann müssten wir auch den Kaftan verbieten und den Streimel und den was? Und den Streimel, diesen riesigen, runden Pelzhut der orthodoxen Juden. Aber da gibt es schon einen Unterschied, sagte Xena fast an der Stimme. Natürlich gibt es einen Unterschied, Madame. Bei allem, was sich gleicht, gibt es Unterschiede. Ich sage Ihnen etwas. Wir müssten dann sogar die Business-Anzüge verbieten. Ich bin hier im Haus umzingelt von Männern in diesen Business-Anzügen. Das ist wie eine Uniform, die schauen alle gleich aus. Es ist furchtbar. Und glauben Sie mir, Madame, alle diese Männer sind auf ihre Weise auch Orthodoxe und Fanatiker. Würden Sie jetzt sagen, die sollen alle ihre Anzüge ausziehen? Xena sah Strozzi fassungslos an. Der lachte,
sich zurücklehnte, die Arme weit ausbreitete, dann beugte er sich vor, immer noch lächelnd, aber nun wohlig auf ernste Neugier umschaltend und sagte: Aber ich will Ihre kostbare Zeit nicht stehlen. Sagen Sie mir gerade heraus, was ich für Sie tun kann. So, nachdem er sie gehörig verwirrt hat, filetiert er mit dem Säbel sozusagen das ganze Projekt. Kurz und gut, also es überspringen wieder so 100 Seiten. Jedenfalls, es wird nichts draus. Es wird klar, dass funktioniert nicht, das geht nicht durch, das sind die inneren Widersprüche zwischen den Institutionen, zwischen Kommission und dem Rat, der Wagenburg, der Verteidigung der nationalen Interessen in der EU und so weiter, die sind zu groß, gibt zu viele Blockaden. Und die Fenerzianopolo, die Xeno, also sieht schon, also sie sieht das von sich, also das als Trampolin für den Karrieresprung, also das scheint sie vergessen zu müssen. Und da ruft sie der Kairo Wilfrige an, von ihr genannt, den hat sie eben auch kennengelernt, zwar der Taxi. Der Kairo Wilfrige ist ein Freund von ihr, der in einer machtvollen Generaldirektion im Trade arbeitet und den sie gebeten hat, ihr zu helfen in ihrer Karriereplanung, weil er sehr einflussreich ist und sehr gut vernetzt. Und da ruft sie der Kairo Wilfrige an, von ihr genannt Fritsch, wobei man jetzt nicht genau weiß, ob sie ihn Fritsch nennt, also als Verballwort des Fritz, weil er ein Deutscher ist, oder ob sie ihn Fritsch nennt, weil er so kühl ist, als ein Hanseate. Der Fritsch jedenfalls ruft sie an und sagt: Du, wir müssen uns treffen, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich habe den Kniff, wie man deine Karriere retten kann. Sie müssen entschuldigen, wenn ich nicht immer gleich die Stellen finde, aber ich habe eine Reihe von Lesungen, und ich würde nicht immer dasselbe lesen, verstehen Sie das? Jetzt habe ich das jetzt so gut gelehrt, verstehen Sie das? Ja. Die zwei treffen sich in der Rue d'Archimède, das ist hinter Bellamo-Gebäude, also das ist in der Rossiceria Fiorentina, einem italienischen Restaurant, das sehr, sehr beliebt ist, also bei den Eurokraten in der Mittagszeit. Hier rum voll, immer was los. Dort sitzen sie jetzt und da kam die Wirtin, brachte die Speisekarten, nahm die Bestellung für Getränke auf, Fritsch bestellte Wasser, Xeno Wein. Nur da habt ihr alles, was man braucht, zum Predigen und zum Trinken, sagte die Wirtin. Xeno nickte höflich, sie hatte das nicht verstanden, die Wirtin sprach Bayerisch. Sie war zwar Italienerin aus Mailand, hatte aber, bevor sie nach Brüssel kam, jahrelang ein Restaurant in München geführt und dort Deutsch gelernt. Und sie kannte Fritsch, wusste, dass er Deutscher war. Die Wirtin ist wegen eines Manns nach Brüssel gekommen, erzählte Fritsch. Sie sagt immer Mannsbild, wenn sie von ihm erzählt. Er habe sehr gut ausgesehen, ein Feschack sei er gewesen, aber wie sich dann herausgestellt habe, nicht gut beieinander, immer krank, kurz eine Mogelpackung. Fritsch liebte dieses Lokal, er liebte die Geschichten der Wirtin, er liebte die Geschichten der Stammgäste, er kannte sie alle. Unlängst, erzählte Fritsch weiter, hat die Wirtin zur Sperrstunde da mit ihrer Musikanlage da drüben die Internationale abgespielt, erzählte er, da waren ein paar Gäste schon sehr verwundert. Ja, was denn, warum? Weißt du warum? Aus Heimweh nach Mailand, hat sie gesagt, Xeno sah ein Verständnis los an. Fritsch lachte, ihr Vater, erzählte er, ihr Vater, musst du nämlich wissen, war ein glühender Anhänger vom Internationale Mailand. Das ist der berühmte Fußballclub von Mailand. Und als der Club 1964 ins Finale des Europacups kam, gegen Real Madrid, ist er nach Wien gereist. Warum nach Wien? Weil dort das Finale stattfand, also Inter Mailand gegen Real Madrid. Vor dem Spiel sollte die österreichische Militärkapelle die beiden Clubhymnen spielen. Ja, warum die Militärkapelle? Weiß ich nicht, das war eben so. Glaubst du, die Wiener Philharmoniker spielen auf dem Fußballplatz?
Jedenfalls, die Kapelle spielte zuerst die Clubhymne von Real Madrid und dann sollte die von Mailand kommen. Aber man hatte der Kapelle irrtümlich die Noten der Internationale gegeben, statt der Clubhymne von Internationale Mailand. Also ertönte plötzlich die kommunistische Internationale. Und bitte, es waren also 64, also einige italienische Spieler haben tatsächlich mitgesungen. Machen auch Verdammte dieser Erde, keine Ahnung, wie die italienische Übersetzung ist. Bei Real spielte damals Ferenc Puskas, damals wahrscheinlich der beste Fußballer der Welt, ein Ungar, der 1956 vor den sowjetischen Panzern aus Budapest geflohen war. Er war so verstört, als vor dem Spiel die kommunistische Hymne gespielt wurde, dass er danach nur noch geschockt über das Feld getaumelt ist, weshalb Inter Mailand 3:1 gegen den haushohen Favoriten Real Madrid gewann. Und deswegen zur Erinnerung an diesen Triumph spielt Ihr Vater zu Hause immer wieder die Internationale und deswegen... Fritsch sah, dass es Zehner überhaupt nicht interessiert, was er da erzählt. Aber er war so fröhlich, so glücklich, sein Herz war voll, sein Mund gegenüber. Da kam die Wirtin, brachte die Getränke. Sie hatten noch keinen Blick in die Speisekarten geworfen, also bestellten sie einfach das Tagesmenü. Anyway, sagte Fritsch, was ich dir sagen wollte, ist es wichtig. Hör zu, dein Jubilee Project, also hast du das Protokoll der Arbeitsgruppe gelesen? Natürlich. Und was ist jetzt noch wichtig? Nichts. Sie fielen das Wort ein bisschen zu laut, sodass man von den Nebentischen her schaut. Was redest du da? Nichts ist wichtig und das ist so wichtig, dass du mich hierher bestellst, irgendwelche Geschichten erzählst, um mir zu sagen, nichts ist mir wichtig. Nein, hör zu, was ich sagen wollte, was ich eigentlich sagen wollte. Es gibt nichts, was du für das Projekt noch tun kannst. Es ist tot. Es wird noch eine Zeit lang als typischer Kommissionszombie durch ein paar Abteilungen und Instanzen geistern und dann endgültig begraben werden. Was du jetzt tun musst, ist, dich freizuspielen. Lass es von den Sherpas zu den Totengräbern tragen. Du kannst die Idee nicht verteidigen. Du kommst damit nicht mehr durch. Du bist aus dem Spiel. Die KOM wollte ein Jubiläumsfest. Der Präsident sagt, dass er eine gute Idee unterstützen würde. Die Ratsarbeitsgruppe sagt, dass es keine gute Idee gibt. Beziehungsweise macht so viele schlechte Vorschläge, die alle keine Chance haben, weil das alles nur Alibi-Vorschläge sind. Bis dann gesagt wird, das Ganze ist sinnlos. Verstehst du, wenn irgendwer immer noch glaubt, er könne damit Lorbeeren ernten, dann lass ihn. Aber wenn jemand peinlich damit scheitert, dann bist es nicht du, okay? Du bist aus dem Spiel, weil du, und jetzt kommt es. Fritsch wollte es Fanfarentöne imitieren, um die Pointe einzuleiten, aber just in diesem Moment brachte die Wirtin die Platzsalate und wünschte einen guten Appetit. Sie sagte es auf Bayerisch, es ist schwer zu transkribieren, es klang wie Angurten. Weil du, setzte Fritsch fort, dann schon ganz woanders bist, mit einem schönen Karriereschritt, zum Beispiel in der Trade. So, was redest du da? Na, war es nicht das, was du wolltest? Ich habe den Catch entdeckt, wie es geht. Hör zu, du bist doch Zypriotin, oder? Ja, das weißt du doch. Aber war Zypern schon EU-Mitglied, als du nach Brüssel kamst? Nein, du bist damals mit einem griechischen Ticket gekommen. Naja, ich bin ja Griechin. Also was jetzt, Griechin oder Zypriotin? Sag, warum lachst du so? Machst du dich über mich lustig? Was ist so komisch dran? Ich bin griechische Zypriotin. Also ganz langsam, sagte Fritsch. Noch einmal von vorn. Griechenland ist Mitglied der Europäischen Union. Mittlerweile ist auch die Republik Zypern Mitglied der Union. Aber damals, als Zypern noch nicht Mitglied war, bist du, eine Zypriotin, als Griechin hierher gekommen. Ja, das war damals meine Chance. Ich konnte ja als griechische Zypriotin einen griechischen Pass bekommen und jetzt hast du eine andere Chance. Weil seit einiger Zeit eben auch die Republik Zypern Mitglied der Union ist. Eine kleine Insel. Noch dazu eine halbe kleine Insel. Mit weniger als 1 Million Einwohnern. Ein Staat mit ungefähr so vielen Einwohnern wie Frankfurt. Das ist doch bizarr, oder? Und was machen die Menschen dort? Was haben die gelernt? Was üben die für Berufe aus? Wovon leben die? Ich weiß es nicht. Sind sie Fremdenführer? Sind sie Tauchlehrer? Sind sie Olivenbauern? Keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Die winzige Republik Zypern schafft es nicht, die Quote der Beamten, die ihr hier auf allen Ebenen der Hierarchie zustehen, zu erfüllen. Alle Posten, die Zyprioten beanspruchen können, zu besetzen.
die haben daheim zu wenig qualifizierte Menschen. Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will? Und das war das Wichtige, was du mir sagen wolltest. Ja, ist das nicht wunderbar? So logisch, so einfach. Du besorgst dir jetzt einen Pass der Republik Zypern und bekommst mit deiner CV sofort eine Direktion. Aber dann müsste ja wer gehen? Die Briten gehen. Andere gehen in Pension. In einem Monat muss zum Beispiel eine Direktion bei uns in der Trade neu besetzt werden. Und wenn die Zyprioten, die erst 50% der Posten, die ihnen zustehen, besetzt haben, wenn die wen vorschlagen können. Du entschuldige, Fritsch, ich habe den Konkurs bestanden. Ich sitze schon lange nicht mehr von einem nationalen Ticket. Umso besser. Die Republik Zypern würde sehr zu schätzen wissen, eine so erfahrene und unkündbare Landsfrau in verantwortungsvolle Position in der Kommission zu bringen. Und ich muss nur einen neuen Pass, ja, den du als geborene Zypriotin natürlich sofort bekommen wirst. Fritsch strahlte. Er wunderte sich, dass Fenja keine Anzeichen von Begeisterung zeigte. Anguten. Jetzt aßen sie ihre Ravioli, sprachen nur noch wenig. Fritsch dachte, dass sie diese Information wohl erst verdauen musste. Das andere Wichtige, was er ihr auch noch sagen wollte, das Private, das schob er noch auf. Gefühle waren so schwer auszudrücken und dann so missverständlich vielleicht. Und kaum hatte man sie in Worte gefasst, war man schon wieder so unsicher. Er dachte, es wäre besser, wenn sie ihm erst einmal dankbar war. Nach dem Lunch saß Fenja Xenopolo wieder an ihrem Schreibtisch, begann Mails zu beantworten, tippte so routiniert wie geistlos Floskeln vor sich hin und kam bald in Stocken. Wie sollte sie mit dem Vorschlag umgehen, den Fritsch gemacht hatte? Bald sah sie nicht mehr den Bildschirm, sondern Erinnerungsbilder und ihre Finger lagen reglos auf der Tastatur. Sie lehnte sich zurück. Diese Sache mit dem Pass, das war doch... Sie sprang auf, öffnete das Fenster, die dicke, sonnenwarme Luft, die nun in das klimatisierte Zimmer strömte, erinnerte sie an Kindersommer in Zypern. Aber ist der Himmel damals auch wolkenlos gewesen, so war es für sie doch keine wolkenlose Zeit, wie sie Kinder aus begüterten Familien zwischen Liebkosungen und Spielen auf sonnigen Wiesen erlebten. Sie sah, dass sie sich im geöffneten Fensterflügel spiegelte, aber nur sehr schemenhaft, als wäre dieses Bild die Projektion aus einer fernen Zeit, nein, doch nicht. Sie sah, wie hart ihr Mund geworden war, die Falten rechts und links vom Mund. Im Spiegelbild schienen sie wie mit dem Luftpinsel hingetupft. Sie lief zurück zum Schreibtisch, nahm das Telefon und rief Bohumil an. Kannst du kurz zu mir kommen? Er kam sofort und Xeno bat ihn um eine Zigarette. Die Zigaretten habe ich in meinem Zimmer, ich hole sie gleich, sagte er, dann blickte er hinauf zum Rauchmelder. Soll ich auch gleich die Leiter mitbringen, das Ding da oben zukleben? Ist nicht nötig, sagte sie, ich rauche am offenen Fenster. Er kam zurück, gab das Bäckchen, sagte, kannst du es behalten, sind nur noch 5 drinnen, ich habe noch einige Bäckchen bei mir im Zimmer. Sie stand rauchend am Fenster, sah Bohumil an, auf eine Weise, die ihm unangenehm war, stünde sie neben sich und er schaute sie durch ihn hindurch, weiß wegen des Jubilee Projects. Er wusste natürlich, dass es da Probleme gab. Er hatte eigentlich erwartet, dass sie ihn deshalb sprechen wollte, aber sie sprach das Thema gar nicht an. Es war gespenstisch. Er hatte sie noch nie so verstört erlebt. Okay, sagte er. Du wolltest mir eine Zigarette, er machte einen Schritt zurück und wollte schon hinausgehen, da sagte Xeno, warte, hast du einen Pass? Bohumil sah sie erstaunt an. Ich meine, sagte sie, was für einen Pass hast du? Sie erwartete, dass er nun sagen würde, natürlich einen tschechischen Pass. Und sie hätte genickt und ihn um dieses natürlich beneidet. Aber dann war sie einen Moment lang sprachlos, denn er sagte, ich habe einen österreichischen Pass, warum fragst du? Sie sah ihn an, hielt die Zigarette vor ihrem Mund, ohne daran zu ziehen, kniff die Augen zusammen, streckte dann die Hand mit der Zigarette aus dem Fenster, schüttelte den Kopf und sagte, hast du jetzt gesagt, einen österreichischen Pass? Ja, ich habe einen österreichischen Pass, warum? Ja, das möchte ich von dir wissen, warum? Du bist doch Tscheche. Ja,
Ja schon, aber ich bin in Wien geboren. Meine Großeltern sind 1968, als die russischen Panzer den Prager Frühling niederschlugen, du weißt, Prager Frühling, sind noch nicht, da sind meine Großeltern nach Österreich geflüchtet, mit meinem Vater, der damals 16 Jahre alt war. 10 Jahre später hat mein Vater meine Mutter geheiratet. Sie war ebenfalls Kind geflüchteter Tschechen in Wien. Da waren sie beide schon österreichische Staatsbürger. Und ich kam zur Welt und war natürlich auch österreichischer Staatsbürger. Im Dezember 89, also gleich nach der Revolution, sind wir zurück nach Prag. Das war klar, das war der Triumph meiner Eltern, die Wende. Da war ich 10. Da habe ich studiert. 2002 machte ich den Konkurs in Brüssel. Ich habe in Prag Politikwissenschaften studiert, aber ich wollte hinaus. Und da war es gut, dass ich meinen österreichischen Pass noch hatte, weil Österreich war bereits EU-Mitglied, aber Tschechien noch nicht. Und deshalb bin ich hier. Und er lächelte. Und deshalb bin ich Raucher und habe immer ein paar Päckchen Vorrat. Xeno sah ihn fragend an. Ich bin als kleines Kind jeden Abend mit den Eltern in der verrauchtesten Kneipe von Wien gesessen, im Asyl. Das war der Treffpunkt der geflüchteten und exilierten tschechischen Dissidenten. Meine Eltern gingen jeden Abend hin. Für Babysitter hatten sie kein Geld, also nahmen sie mich einfach mit. Dort diskutierten sie stundenlang, wie Václav Havel, Pavel Kohut, Karel Schwarzenberg, Jaroslav Utkard, wie sie alle hießen. Dabei rauchten sie Kette, alle. Und ich saß daneben oder schlief daneben. Ich war schon Jahre, bevor ich meine erste Zigarette rauchte, Nikotinlampe. Er lachte, brach das Lachen ab, als er Xenos Gesicht sah. Und? Fragte sie. Was und? Havel wurde Präsident, Schwarzenberg Außenminister, Kohut bekam fast den Literaturnobelpreis, zumindest erzählte er das immer, und Rutger, der ein Star auf Radio Free Europe geworden war, tourte mit seinen Protestliedern durch das Land, bis eine Generation herangewachsen war, die diese Protestlieder nicht mehr verstand. Und mein Vater übrigens wurde Unterrichtsminister. Er hatte aber am Tag der Vereidigung einen Herzinfarkt. Er ging in die tschechische Geschichte ein als der 10-Minuten-Minister. Das tut mir leid. Danke mir auch. Jedenfalls, dann kannst du also Deutsch, sagte Xenon. Lausig, sagte Bochumil auf Deutsch. Lausig? Yes, madame. Aber warum, wenn du? Na, weil ich es seit meiner Rückkehr nach Prag nie wieder gesprochen habe, also seit ich 10 war. Und in der Wiener Zeit habe ich in der Volksschule zwar etwas Deutsch gelernt, aber zu Hause immer Tschechisch gesprochen. Es ist eigentlich nur eines geblieben. Ich muss immer wieder lachen über deutsche Lehnwörter im Tschechischen, die ich natürlich alle erkenne. Zum Beispiel pinktlich. Das ist ein tschechisches Wort, das steht im Wörterbuch. Das kommt aber aus dem Deutschen. Es bedeutet alles, was unsympathisch, abstoßend und typisch deutsch ist. Es bedeutet pedantisch, unflexibel, unsensibel, auf gnadenlose Weise gründlich, selbstgerecht, diszipliniert. Wenn einer so ist, dann sagt man auf Tschechisch, er ist pinktlich. Er lachte und brach sofort ab, Xenos maskenhaftes Gesicht. I see, sagte sie. Und der Pass, hattest du nie ein Problem damit? Nein, warum, was für ein Problem? Ist doch egal, welchen Pass ich habe. Solange es ein europäischer Pass ist. Xenon hatte die Zigarette aus dem Fenster geworfen, es zog seine neue aus dem Bäckchen, steckte sie zwischen die Lippen und hielt Bochumil ihren Mund entgegen. Es sah aus wie ein Kussmund, wenn man sich die Zigarette wegdachte. Er gab ihr Feuer, sie bedankte sich und sah aus dem Fenster. Ohne Bochumil mehr zu beachten, was er als dezenten Hinweis verstand, dass er sich nun zurückziehen könne. Er sagte, okay. Sie sagte nichts, also ging er. Er hatte das Gefühl, eine Prosektur zu verlassen. Ob er die Tote identifizieren konnte, ja, sie sei ein Bekannter, aber sei sich nicht sicher. Was war Xenos Problem? Sie war von Bohumils Geschichte so überrascht, dass sie wie versteinert war. Dieser heitere Bohumil, aber so einfach war es nicht. Sie war gespalten, sie war zwei, sie verstand nicht, warum sie das sein sollte. Seine Geschichte war in gewisser Weise ihre. Und doch war ihre ganz anders und das verwirrte sie. Zunächst. Sie besaß einen Pass, der immer ihr europäischer Pass gewesen war und nicht ein Ausweis einer nationalen oder ethnischen Identität. Er war für sie die Eintrittskarte in das Reich der Freiheit, der Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit Europas. Er war ihr Freibrief, in Europa ihren Weg gehen zu können. Chaire o Chaire Eleftheria hatte sie als Schülerin in Zypern immer mitgesungen, wenn bei Anlass die Hymne gespielt wurde. Holde Freiheit sei gegrüßt. Aber dass man als griechische Zypriotin zu einer zypriotischen Nationalistin werden muss, auf diesen Gedanken wäre sie nie gekommen, es war vollkommen wesensfremd. Warum sollte der Geburtsort mehr Bedeutung haben als die Ansprüche, die man als Mensch haben konnte, ja musste? Freiheit, das verstand sie, Zypern über alles.
Das wäre nie in den Sinn gekommen. Deshalb hatte sie es auch nicht im geringsten erstaunt, als sie dann nach Griechenland zum Studium kam und dort erst merkte, dass man hier dieselbe Hymne sang. Chaire och aire eleftheria. Das war also für sie kein nationales Bekenntnis. Es war auch für sie nicht im geringsten rätselhaft, warum zwei Länder dieselbe Hymne hatten. Diese Hymne war für sie einfach ein Freiheitslied. Und wie gut es für sie passte, die du aus der heiligen Griechenknochen Wut entbrannt entsprossen, bistige Wut, sollte sie nämlich weit tragen. Wut war Energie, eine Produktivkraft. Das Versprechen der Freiheit konnte doch nicht bedeuten, verkümmere in deiner Enge, aber deine Gedanken sind frei. Sieh doch die Olivenbäume im dürren Hain vor deinem Haus, wie wenig sie brauchen, und doch schimmern ihre Blätter in der Sonne wie Silber. Sind deine Gedanken frei, müssen es deine Möglichkeiten auch sein, deine Taten, deine Handlungen. Das ist ihr schon mit 12 klar gewesen, als sie für Touristen aus aller Herren Länder Mineralwasserflaschen schleppte. Aus aller Herren Länder, das hatte sie in der Schule gelernt, sind sie immer schon nach Zypern gekommen, die Herren, weil Zypern so nah ist zur Türkei, zu Griechenland, zu Syrien und zu Ägypten, also immer schon eine Schnittstelle war zwischen Europa, Asien und Afrika. Zypern! Das war keine Nation. Diese Insel war ein kleines Schiff, es schaukelte auf den Wogen der Geschichte, den Gezeiten der Nationen und Reiche, die auftauchten und wieder untergingen. Als sie ihren griechischen Pass erhalten hatte, hätte sie nie gedacht, dass sie damit nun das Land ihrer Herkunft verlassen oder verraten habe. Der griechische Pass war für sie ein Reisedokument von der Insel, die eine Taube im Wappen hatte, auf den Kontinent, der sich als Friedensprojekt bezeichnete und ihr Karrierechancen bot. Und jetzt fand sie es völlig verrückt, dass sie diesen Pass aufgeben und ihn gegen einen anderen eintauschen sollte, der nichts anderes konnte und nichts anderes versprach als der alte, ihr aber abverlangte, sich als griechische Zypriotin zu entscheiden, ob sie Griechin oder Zypriotin sei. Sie sollte ihren Pass, den sie immer als europäisches Dokument betrachtet hatte, gegen einen eintauschen, der nun dann ein nationales Bekenntnis war. Ein nationales Bekenntnis. Um in Europa Karriere machen zu können. Das war verrückt. Sie hatte lang genug in der Kommission gearbeitet, um diese Erfahrung zu haben, dass die Nationalisten immer brutaler auf dieses Europa einprügelten, indem sie frei ihren Weg gehen wollte, mit all ihrer Wut, die sie mitbrachte aus der Enge. Und die, wie sie plötzlich dachte, vielleicht unbewusst eine Wut auf die Beschränkungen war, die einem abverlangten zu sagen, ich bin Zypriotin oder ich bin Griechin. Oder sonst was. Wer sagt, du bist, der meint, bleib, wo du bist. Der Vorschlag von Fritsch stellte nun ihr ganzes Leben auf den Kopf. Identität war doch nur im Papier. Würde es eine andere werden, wenn sie das Papier wechselte? Würde es eine andere sein, wenn sie statt Freiheit sei gegrüßt, nun Freiheit sei gegrüßt singen sollte, die Hymne des neuen Passes, die identisch war mit der Hymne des alten Passes? Ja! Weil sie eine Freiheitshymne ausgetauscht hätte gegen eine Nationalhymne. Und derselbe Text, dieselbe Melodie hätten daher plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Das war doch verrückt. Aber das Furchtbarste daran war, dass sie insgeheim wusste, dass sie sich mit ihrem Grübeln selbst belog. Natürlich würde sie die Chance ergreifen und den Pass wechseln. Sie brauchte 2 Stunden, um sich das einzugestehen. Sie war Pragmatikerin. Ja. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Mir wurde gesagt, ich soll nach dieser Zeit, die ich nun gelesen habe, mich bereithalten für ein Gespräch. Ich weiß nicht, ob das der Programmpunkt ist, noch eingehalten wird oder ob ich weiterlesen soll. Na bitte, Kapple, bis zu der Demokratie. Wir sind hier keine Freiheit. Frau Benasse, herzlichen Dank für diese Einblicke in den Maschinenraum, dort, wo in Europa gemacht wird. Ja, wir werden die Gelegenheit nutzen, mit Robert Menasse ins Gespräch zu kommen. Ich fange vielleicht mit einer total trivialen Frage an. Gibt es schon Lesereaktionen aus dem Maschinenraum der Macht? Fühlt sich jemand in Brüssel von dir gut porträtiert in dem Roman?
Ja, dadurch, dass ich ja niemanden, das haben wir schon wichtig, das ist ja der Schlüsselroman, ich wollte ja niemanden eins zu eins porträtieren. Ich habe schon nach vielen, vielen Gesprächen mit Beamten versucht, sie sozusagen zu typisieren und exemplarische Figuren zu entwickeln. Aber das ist eh klar. Ich meine, ein Roman muss irgendwie diese Balance schaffen zwischen dem Typisieren, also dem exemplarisch machen und gleichzeitig aber bei jeder Figur doch auch zu schaffen, dass sie als Individuum, das so einzigartig ist wie jeder von uns, auch wieder funktioniert. Und darum war mir auch wichtig, dass jede Figur eine in der europäischen Geschichte verankerte Biografie hat aus verschiedenen Ländern. Und da aber das auf niemanden eins zu eins so zutrifft, kann sich niemand erkennen, aber gleichzeitig erkennen sie sich auch weniger typisch. Und das habe ich schon erfahren. Und ich weiß nicht, ob das hier jemand interessiert, aber da habe ich großes Lob bekommen. Es ist ja rührend, das habe ich ja schon in den Jahren, in denen ich so gelebt habe, um Material zu sammeln für diesen Roman und zu recherchieren. Da habe ich das ja schon erlebt und das war eine meiner allerersten Erfahrungen überhaupt. Dass die Europäische Kommission eigentlich eine extrem transparente Institution ist. Dass man sehr leicht reinkommt, sehr leicht ins Gespräch kommt mit den Menschen, die darin arbeiten. Und gleichzeitig auf eine Weise, die mir am Anfang fast ein bisschen verunsichert hat, mir bemerkt, wie gerührt die sind, dass sich jemand für sie interessiert. und ich habe das dann also mit der Zeit verstanden. Es ist ja wirklich so, denken Sie einmal darüber nach, wie Ihnen das sozusagen medial gegenübertritt, was da irgendwo passiert. Ja? Dass immer die EU, ja, oder Brüssel will, oder die EU will, oder die EU plant, oder die, oder so. Ja. Das ist so ein großes Abstraktum. Das ist nicht einmal mehr vermittelt, dass die EU aus verschiedenen supranationalen Institutionen besteht, die auch zum Teil ganz verschiedene Interessen verfolgen und zum Teil auch gegeneinander arbeiten. Ja. Und dass da Menschen arbeiten. Und dass es ein menschengemachtes Projekt ist. Und wenn Sie das sich vorstellen, also, wie uns das entgegenkommt, das große, abstrakter, erratischer Blatt, ja, das ist eigentlich verrückt. Das ist verrückt. Ja. Das ist ungefähr so, stellen Sie sich vor, Sie würden in der Zeitung lesen, der Landwirtschaftsminister, der österreichische Landwirtschaftsminister will irgendwas durchsetzen. Ja, und dann würde er mit der Zeitung stehen, Österreich will. Verstehen Sie, so verrückt ist das eigentlich. Ja? Und ich glaube schon, dass die darunter leiden, die Sensibleren unter Ihnen, zumindest die Beamten, die Beamten, ja, dass die darunter leiden, dass die das so als diffuse Masse in einem abstrakten Block wahrgenommen werden. Und nicht in ihrer Arbeit und nicht in dem, was ihre Funktion und ihre Aufgabe ist. Und dass sie deshalb froh sind, wenn da jemand hingeht und sagt, ich möchte eigentlich endlich einmal verstehen, was macht ihr da den ganzen Tag? Was haben Sie denn gesagt? Ja, hab schon gesehen. Na, und das war zum Teil, also wirklich erstaunlich. Ich meine, es ist klar, wenn ich jetzt, wie das mir einer da ausführlich erzählt, also wie das ganze System funktioniert und was seine Aufgabe ist und wie ein Arbeitstag von ihm ausschaut und so weiter, der hat ja nicht am Nachmittag zwei, drei Stunden Zeit in seiner Arbeitszeit, um mir das alles zu erzählen. Das haben sie in der Regel gesagt, wenn ich ihn kontaktiert habe, ja, also gut, also ich gehe Mittagessen, zum Beispiel die Osteria, die da vorkommt, gehe Mittagessen oder gehe auch da als Abendessen, da können wir uns gerne treffen und dann kann ich ein bisschen erzählen. Ja. Jetzt habe ich plötzlich jeden Tag so Termine gehabt, also dreimal zum Essen. Ja. Und ich habe dann fast nach 4 Monaten habe ich 7 Kilo zugenommen.
Also es war zunächst einmal das einzige Symptom, das mit dem Roman was weitergeht. Aber ich habe auch Erstaunliches gesagt. Zum Beispiel, einmal beim Essen habe ich ihm gesagt, also, erzähl mir erst einmal haarklein, also wirklich, wie schaut ein Tag aus? Ein Arbeitstag. Ja? Und er sagt, du, kann es mal erzählen, das ist verschieden, aber ich mache da einen Vorschlag. Komm morgen um 6:30 in mein Büro. Ich sorge dafür, dass der Mensch für dich liegt. Ich habe gesehen, du bist der Dichter, also sagen wir 10. Und du kannst den ganzen Tag bei mir im Büro verbringen und mir die Schulter schauen, du kannst mit der Sekretärin zuhören, wenn sie nicht zu lang von der Arbeit ab ist. Kannst du aber beobachten, dann kannst du das anschauen, kannst du Notizen machen, schau dir das an. Und du kannst bleiben bis 8 am Abend, bis du wieder gehst. Na gut, wir sind ja vorher lange, wir werden dann 3 bis 4. Kommt von 10 bis 4. Ja? Und das war erstaunlich, das habe ich gemacht. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe das bewundert, also was die alles tun, auch in Kleinigkeiten, also so Sachen wie in 5 Sprachen korrespondieren, ganz schnell, und Dings ist ununterbrochen schaltet, ja, in Wort und Schrift. Was die an Konzepten entwickeln, wie sie das systematisieren, also wie sie auch innerhalb der ganzen Institutionen diese Netzwerke bearbeiten, wie sie versuchen, was durchzusetzen, wie sie leiden unter Blockaden, ja, man könnte das alles sehen. Also, dass ich diesen Roman geschrieben habe, um das Eingangsfeuer zurückzuholen, haben die einfach als Wertschätzung. Die waren nicht im Prinzip, ich meine, du giltst ja sozusagen jetzt nicht als der cozy Schriftsteller, du bist also als Kritik, für deine Kritik ja auch bekannt, waren die nie irgendwie ein bisschen vorsichtig in dem, was sie dir sagten oder nicht sagten? Oder hast du da Nein, das sind intelligente Menschen. Also ich habe, also entweder haben sie gewusst, wer ich bin, und wenn sie nicht gewusst haben, haben sie das erfahren, ich bin also romanciert, ich bin ein Roman schreiben. Ja? Und wenn man ein bisschen Bildung mitbringt, dann weiß man, Roman ist Fiction. Also ich weiß nicht, wie, also die haben keine Angst damit gehabt, weil ich war eindeutig kein Journalist, ja, oder Reporter, der da irgendwas rausholen will, mit dem man sich noch an die Wand rennen lassen kann. Ja, oder wo er dann eine riesen Schlagzeile mit irgendeinem Skandal machen kann. Also dieses Vertrauen haben sie mir entgegengewiesen. Das geht aber nicht Roman. Ja. Und also das war nicht das Problem. Und es wird ja auch in dem Roman nicht schön geschrieben. Das muss man ja auch immer wieder dazu sagen, gerade heute, wo ja die Welt sich so irgendwie aufspaltet in Menschen, die zumindest in den Sonntagsreden sagen, glühend Europäer, ich bin ein glühend Europäer, und natürlich sage ich hier pro-europäisch, und ich sage pro-europäisch, und wichtig, Europa, also ganz wichtig, glühend Europäer, in Klammern gesagt, wenn ein Politiker sagt, glühend Europäer, ist er, dann bitte wenden Sie ihn. Weil es kann nicht sein, dass unsere Zukunft von der Fieberkurve eines Politikers und auf der anderen Seite dann die immer so EU, ja, EU-DSSR, fremdbestimmt, ja, Brüssel, Zentralstaat, ja, also das sind alle Dinge, wir müssen wieder Herr im eigenen Haus werden. Also es gibt so die kleinen, ein kleiner Brexit-Charakter, ja, sozusagen. und dazwischen, weiß ich nicht, hört man wenig, nicht? Oder das sieht man wenig. Ja? Und ich bin der Meinung, was jetzt eigentlich notwendig wäre, ist die europäische Idee einmal zu rekonstruieren. Das wissen ja die wenigsten nur mehr, was die Idee war. Ja? Und die Beamten haben das Wissen. Die Beamten haben das Wissen. Natürlich wissen die. Also vor allem in der Kommission wissen sie, also das ist ja auch definiert, was ihre Aufgabe. Ja? Die Kommission ist also die supranationale Institution, die an der Gemeinschaftspolitik Europas arbeitet. Also das ist wichtig, also sozusagen, das sind die den transnationalen Prozess zu befördern versuchen. Aber was jetzt notwendig ist, um das noch abzuschließen kurz, ist, man muss erinnern, was war eigentlich die Idee, man muss auch die Genialität der Idee wieder hervorheben und verteidigen. Man muss dann erinnern, worauf es hinausgehen sollte, und man muss aber gleichzeitig den Status quo kritisieren. Man darf nichts schönreden. Durch das Schönreden produziert man ja Gegner, weil ja jeder sieht, es ist nicht so schön.
Es gibt ja Krisen, es gibt ja innere Widersprüche, es gibt Konflikte, ja? Es gibt ja eindeutig Dinge, die nicht funktionieren. Man darf das alles nicht schönreden, man muss das produktiv kritisieren, aber im Sinne der Idee. Ja? Und deswegen war auch die Reaktion von allen Menschen, die sich jetzt wirklich mit Europapolitik befassen, war auch keiner gekränkt. Das Buch ist ja auch nicht unkritisch. Ja? Also ich zeige auch Verwerfungen, eben zum Beispiel den Konflikt zwischen Kommission und Rat. Ja? Und gleichzeitig bin ich ein Politiker. Ich muss eine diplomatische Sprache finden, ich bin Schriftsteller. Ich muss eine Form finden, mit der ich die Realität erzählen kann. Ja, aber wenn ich Politiker wäre, ich wäre wahrscheinlich nach zwei Tagen abgeknallt oder abgewählt, weil ich viel zu radikal für diesen Job wäre. Ich würde ja versuchen, den Europäischen Rat nahtlos abzuschaffen. Ja? Damit also kann man sicher in keine Mitgliedschaft in der Wahl gewinnen. Aber ich kann das sagen und ich kann jetzt auch erzählen, warum es notwendig wäre. Und ich kann erzählen, woher wir kommen und wohin wir gehen sollen. Immer das Tolle an dem Buch, Sie merken Sie auch, finde ich, was überhaupt so eine Qualität von Kunst ist, dass es ein Angebot ist, über wichtige Dinge vernünftig zu sprechen. Im Prinzip, wenn man den Roman, der Robert hat jetzt versucht, auch nicht zu spoilern, ein bisschen Bogen um die großen Geschichten des Buchs auch gemacht, aber viele von Ihnen werden den Roman auch schon gelesen haben, ist ja schon so, dass es ein Angebot ist, über die EU nochmal nachzudenken. Jetzt, wenn ich nochmal auf dieser Ebene bleiben darf, jetzt sprechen wir über die Beamten, aber es gibt natürlich in Brüssel nicht nur Beamte, sondern eben auch Politiker. Wir hineinwirken quasi in den Rat, aber natürlich auch EU-Politiker, die also in die Kommission hineinwirken. Gibt es jetzt, wenn ich jetzt, nennen wir halt mal den Herrn Hahn, und hat die schon angerufen und gesagt, jetzt reden wir morgen, machen wir mal irgendwie gemeinsame Sachen und schauen, dass wir den Laden auf Vordermann kriegen. Gibt es also eine Gesprächsebene zwischen Intellektuellen und Politikern oder ist das etwas, was quasi auch die romantische Vergangenheit eher adressiert als die heutige? Naja, Gegenwart? Der Hahn. Oder jemand anderer? Ja, der Hahn. War es der noch EU-Kommissar? Ist er noch? Ja, er ist doch. Er ist ein wichtiger Kommissar. Und ich war zwei, drei Mal mit ihm am Mittagessen und der hat auch ein schönes Wort schon gekriegt. Der schreibt auch einen Roman wahrscheinlich. Der schreibt einen Roman, aber ich glaube sogar, dass der Hannes war, und das war ein anderes, was ist niemand. Aber sagen wir es, der Hannes ist ja wurscht, Anekdoten sind sowieso immer Fiktionen auch. Ich glaube, der Hannes hat zu mir gesagt, man misst die Zeit in Brüssel nicht in Monaten, sondern in Kilos. Als Österreicher in Brüssel. Als Österreicher. Nein, der Hannes ist ein wichtiger Kommissar und habe mich auch gedacht, weil ich wollte nicht ja wissen, was er erzählt. Es ist ja interessant, so mit der Hahn war ja ein völlig glückloser und scheiternder Wissenschaftsminister in Österreich. Ja. Und er hat ja zunächst dieses Vorurteil bedient, also wer in der Politik scheitert, wird auch Brüssel entsorgt, ne, sagen wir uns ehrlich. Ja. Aber er ist ein ziemlich wichtiger und einflussreicher und auch irgendwie glückender Kommissar geworden. Was natürlich aber damit zu tun hat, dass man in Brüssel, in der Kommission zum Beispiel, eben ein hochqualifizierter Apparat zur Verfügung hat. Ja? Und jeder Kommissar ist so gut wie sein Kabinett. Und wenn du ein gutes Kabinett hast, ist sogar der Oettinger plötzlich ein Ja. In Wirklichkeit würde ich nur mehr verlesen, was sie auf den Tisch legen, aber das musst du auch können. Ja. Natürlich ist sozusagen der innere Widerspruch der Kommission ist ja genau der, ja, dass mit der Kommission haben wir die erste wirkliche supranationale Institution in der Geschichte der Menschheit. Ja, eine Institution, die gegründet wurde, Nationen zu überwinden. Man muss sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ja. Es ist der erste Beamtenapparat in der Geschichte der Bürokratie, wo Beamte nicht auf einen Staat vereidigt werden, sondern auf eine Idee. Das kann man sich auch einmal bewusst machen, zum Beispiel. Ja. Das sind revolutionäre Dinge. Das Interessante ist, nur wenn eine Revolution in sehr vielen kleinen Schritten vorangeht,
übersieht man unter Umständen das Recht, aber es ist ja trotzdem eine Revolution. Ja? Etwas, was noch nie in der Geschichte gegeben hat, was plötzlich also durchgesetzt werden kann und dann sich entwickelt. Ja? Das ist eine schleichende Revolution. So. Und da haben wir einen Apparat, der besteht aus Menschen, die sollen das europäische Gemeinschaftsprojekt entwickeln, die Rahmenbedingungen, die Richtlinien, die gemeinsamen Rahmenbedingungen für den ganzen Kontinent. Hat es auch noch nie in der Geschichte gegeben. Es hat große Staaten und große Reiche gegeben, wo in der Hauptstadt die Gesetze auch für dieses große Reich gemacht wurden, aber nie für den ganzen Kontinent in Anspruch. Ja? Absolut neu in der Geschichte. So. Und dieses nachnationale Projekt, diese supranationale Institution, in der lauter Menschen arbeiten, die, wie gesagt, auf eine Idee vereidigt sind und in der Regel polyglott, hochpolyglott sind, also dreisprachiges Minimum, die meisten sind nicht fünfsprachig, die kriegen von oben reingeschoben aus den, von den verschiedenen Nationen, den Mitgliedstaaten, die Chefs. Ja? Da haben wir schon wieder diesen Grundwiderspruch, unter dem wird alles knirscht und kracht, nach nationaler Entwicklung, Nationalismus. Ja. Das kann man durchgehen durch alle europäischen Institutionen. Das Europäische Parlament, das erste Abgeordnetenhaus für einen Kontinent. Wählen können wir unsere Abgeordneten nur über nationale Listen. Ja. Und dadurch haben wir in diesem Parlament zum ersten Mal in der Geschichte des Parlamentarismus ein Drittel Abgeordnete, die werden hineingewählt, um das Parlament abzuschaffen. Nämlich klarerweise von den Nationalisten. Ja? Das ist verrückt. Wir haben wieder diesen Widerspruch zwischen nachnationaler Entwicklung und Renationalisierung. Der Europäische Rat, ja, der soll dann die letzte Entscheidung haben über die Gemeinschaftspolitik. Ja? Ist aber das Gremium der nationalen Staats- und Regierungschefs und die letzte Entscheidungsgewalt. Und es gibt garantiert immer ein oder zwei oder drei Mitglieder, die sagen, das ist gegen unsere nationalen Interessen. Und wieder der Widerspruch zwischen der europäischen Gemeinschaftspolitik, der nachnationalen Entwicklung, die vor über 60 Jahren begonnen hat, und immer der Blockade durch den Nationalismus. Ja? Und das zieht sich durch alle diese Institutionen. Und das ist, was man mal ansprechen, klar machen muss und dann diskutieren muss, wie man über das hinauskommt. Ja? Weil ein unproduktiver Widerspruch ist ein Widerspruch per Definition, also auch philosophisch definiert, einen unproduktiven Widerspruch erkennt man daran, dass er zu Krisen führt, die nicht gelöst werden können, außer man hebt den Widerspruch. Da wo der Widerspruch Gesetz ist, ja, haben wir nur eine Akkumulation von Krisen. Also ein bisschen eine tragische Situation. Ja, und, ja aber da gibt es eben dann das Gesetz, das noch Delors-Gesetz, das noch nie benannt ist. Der hat immer gesagt, alle Fortschritte in der europäischen Entwicklung haben stattgefunden, wenn Krisen eine bestimmte Größe erreicht haben. Und dann bei Gefahr des sonstigen Untergangs eben ein Schritt gemacht werden musste, der vorher nicht möglich war. Und deswegen bin ich ja ganz zufrieden mit den Krisen, die wir jetzt haben. haben Sie Fragen, Anmerkungen? Reaktionen auf die Krisen der EU, die Krisen der Literatur, die Krisen Österreichs, wenn dem nicht so ist. Oh, Entschuldigung, wir haben ja kein Licht, klar. Ich, wer hat ich gesagt? Ich und mitten drin sitzt der Ich. Bitte schön. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Schilderung Europas und ich kann vielleicht das Kompliment Ihnen geben, ich habe 20 Jahre für Europa gearbeitet. Ob das stimmt, Sie haben, ich habe Ihr Buch noch nicht gelesen, ich wollte Sie einfach vorher kennenlernen und es freut mich sehr, dass Sie das verstanden haben, wofür ich auch gearbeitet habe. Ich habe nicht in der Kommission gearbeitet, ich habe die Kommission begrüßt. Ich habe auch nicht in Brüssel gelebt, ich habe in Luxemburg gelebt. Und meine Frage wäre, wie sind Sie auf die Idee gekommen, über dieses Thema einen Roman zu schreiben und in Brüssel zu leben und so zu recherchieren?
Ja, ich bin auf die Idee gekommen. Nachträglich frage ich mich, wieso bin erst ich auf die Idee gekommen? Es war irgendwie. Es gibt manchmal so Geschichten, die sind so Fiktionen für den Nachlass. Ja? Aber das stimmt wirklich, was ich Ihnen jetzt sage. Ich kann mich erinnern, ich bin eines Abends, und ich neige manchmal zu Schwermut, und dann habe ich so Krisen, denke mir, ist alles sinnlos, was ich mache, was weiß ich auch, noch irgendwie Sinn und so. Ja? Bin ich zu Hause gesessen, und es war so ein kühler Abend, und ich war Haus im Altviertel, an der tschechischen Grenze, und da bin ich gesessen. Ich habe ein Glas Rotwein getrunken und ein paar Feuer im Kamin gemacht. Und bin so gesessen und habe die Beine so unten lang gekocht und das Rotwein und so ihm draußen das Feuer geschaut. Und habe gedacht, was soll ich jetzt machen in meinem Leben? Ich bin gescheitert. Und mir geht so Dinge durch den Kopf und da habe ich immer gedacht, ich muss nochmal, glaube ich, von Anfang an mir klar machen, was ich überhaupt will. Warum will ich einen Roman schreiben? Dann haben wir gesagt, warum will überhaupt jemand einen Roman schreiben? Warum sind in der Weltgeschichte überhaupt Romane geschrieben worden? Das muss ich an, wenn ich den Sinn davon finde, vielleicht kann ich wieder einen Roman schreiben. Und ich glaube, ich bin irgendwo, am Nachmittag habe ich noch irgendein kluges Feuilleton gelesen, gerade die Zeit oder irgendwas, und war irgendwie was über einen wichtigen Roman zu tun. Und dann habe ich gedacht, im Grunde mir ist es auch eingefallen, dieser Satz von Balzac, der hat dieses berühmte Zitat, Hinweis an angehende Romanciers. Erzähle so, dass deine Zeitgenossen sich erkennen und spätere uns verstehen. Da dachte ich, wie wir das vergessen können. Mit dem Zitat haben wir eigentlich begonnen. Und dann haben wir gedacht, was ist das Wesen eines Romans? Das Wesen eines Romans ist etwas Relevantes, etwas Wichtiges, eben buchstäblich Erzählenswertes und Wichtiges aus seiner Lebenszeit zu erzählen. Und das ist auch logisch. Ich glaube, jeder Roman hat zunächst einmal nur diesen Anspruch. Wenn er Krieg ist, schreibt man sofort Kriegsromane oder Antikriegsromane. Wenn die Mauer fällt, gibt es sofort Mauerfallromane und Wiedervereinigungsromane, weil das ist das große, wichtige, was da passiert ist. Und wenn jetzt sofort der Wiedervereinigungsroman kommt, dann fragen die Kritiker, wo bleibt der Wiedervereinigungsroman? Weil das eben die Aufgabe des Romans ist, das Wichtige zu erzählen. Und dann irgendwie habe ich mir plötzlich gedacht, es passiert etwas in meinem Leben, das ist von ungeheurer Bedeutung und das haben wir vorher nie bewusst gemacht. Ja. Es wird in einer Stadt, die Hauptstadt eines anderen Landes ist, in Brüssel, werden Gesetze gemacht, die in mein Leben hineinregieren. Es werden, wie ich vorhin gesagt habe, zum ersten Mal in der Geschichte Rahmenbedingungen für einen ganzen Kontinent in einer Stadt produziert. Diese Stadt ist eigentlich das eigentliche Zentrum dieses Kontinents und ich war da noch nie dort, ich habe keine Vorstellung, wie diese Stadt ist, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, was sie dort machen, wie Richtlinien zustande kommen. Ja? Ich weiß es einfach nicht. Und ich habe so in das Feuer, das Kaminfeuer geschaut, ob Rotwein ausgedrungen und gesagt, ich muss morgen nach Brüssel. Und dann ist meine Frau im Zimmer reingekommen und hat gesagt, wann kommst du endlich ins Bett? Und ich habe gesagt, ich muss morgen nach Brüssel. Aber natürlich hat es dann also 3-4 Wochen gedauert, ich habe dann also Vorbereitungen getroffen. Aber ich habe es dann ernst genommen, ich habe meinen eigenen Beschluss ernst genommen. Und das war wann? Das war 2010, die Idee war im April. Mitte April, im Mai 2010. Und es war relativ einfach. Ich habe zuerst mal gedacht, ja, also, wie macht man das, geht man dorthin und so. Zum Berlaimont-Gebäude. Ich habe gewusst, dass das Berlaimont-Gebäude ist. Ich habe eine Stadt irgendwo nachgelesen oder gegoogelt, wo sitzen eigentlich die. Ich war ganz naiv. Aber dann habe ich mir gedacht, ich muss mir einen einfachen Zugang verschaffen, mit dem österreichischen Botschafter angerufen. Wozu habe ich einen Botschafter da sitzen? Und dann sagte ich, ich bin Robert Melasse, ich bin ein berühmter österreichischer Schriftsteller.
ganze Welt. Und die Sherlock hat Roman, also mit dem Roman schreiben, dessen Hauptfiguren europäische Beamte sind, kennen Sie, Sie kennen doch sicher Beamte. Und darüber habe ich dann die ersten drei oder vier kennengelernt und dann jeder hat dann wieder gesagt, dass ich das weiß ich nicht so genau, das weiß der und das ist ja wie ein Pyramidenspiel, wie ein Schneeball, das wird immer mehr und dann auf der Arme hat man Mappen mit Gesprächsprotokollen von, was ich, von 350 Menschen, die man kennengelernt. Da schaut man nur mehr, ob man sie typisieren kann. Also ob man 7, 8, also wenn man so kennengelernt hat, dann war der 7., der eindeutig schwermütig ist. naja, das ist ein Typus, ja, weil Sie dürfen nicht vergessen, wie oft diese Menschen wochenlang an etwas arbeiten, was innerhalb von einer halben Stunde zerrissen wird. Das braucht nur die angeschlossenen Seiten darüber. Also das Jubiläum war auf der einen Seite, das ist bei der Not, auf der anderen Seite ist die Kommission, auf der anderen Seite ist Justus Lips, Justus der Rat. Ja? Und die arbeiten an einem Papier, das steht drüber geschickt, weil nur wenn der Rat zustimmt, kann das jetzt mal reinkommen. Ja? Und die wissen genau, wenn das rüberkommt, das wird zerrissen. In der internen Sprache heißt das von Haus aus das Märtyrerpapier. Ja? aber wenn du da, oft wirklich monatelang an was arbeitest, du weißt, es wäre vernünftig, es wäre wichtig, und du weißt genau, die Polen geht scheißen, mit dem kommst du nicht durch, das kommt gar nicht. Ja? Oder die Ungarn oder die Österreicher. Wir haben jetzt einen Kanzler, der war. Was ich nie verstehen werde, wirklich nicht, das ist der Zustand, der gegenwärtige Zustand im Hinblick auf die Reflexion von einfachsten Symptomen unserer Zeitgenossenschaft. Wir haben jetzt einen Kanzler, von dem wird auf und ab geschrieben, der jüngste Kanzler, den es je gab. Bei der Wahl, bei der Nationalratswahl, war er von allen Kandidaten das längst dienende Regierungsmitglied. Der war schon 6 Jahre Außenminister. Sag einmal, geht's noch? Ja? Und in 6 Jahren Außenminister hat er 6 Jahre lang Sitz und Stimme im Europäischen Rat gehabt. Und er hat 6 Jahre lang dort nur Blockade gemacht. Nur Veto, nur Blockade, nur Innenpolitik. Damit er daheim sagen kann, seht ihr nicht, das funktioniert nicht, wir müssen eine nationale Lösung finden. Ich muss jetzt persönlich die Balkanroute schließen, weil Europa ja nicht funktioniert und so weiter und so weiter. Die haben diskutiert, europäische Gemeinschafts-Asyl- und Migrationspolitik. Die haben verhandelt mit den Türken, da hat er die Verhandlungen verlassen, weil er sagt, Verhandlungen mit den Türken kann ich daheim nicht verkaufen. Und dann sagt er, macht euch keine Sorgen, wenn ich mit der FPÖ eine Regierung bilde. Ihr werdet schon aufpassen, dass es proeuropäisch ist. So proeuropäisch, wie der 6 Jahre als Außenminister war, ist die FPÖ immer schon gewesen. Wir haben kein Problem gehabt damit. Und das muss ich aber auch sagen, ich bin sehr, sehr dankbar. Wirklich bedankbar dem Schicksal, dass sie da irgendwie zwischen der Brause eines Kaminfeuers, einem Rotwein und einer plötzlichen Eingebung irgendwie glücklich verschworen hat, weil das für mich wirklich nicht nur spannende und lehrreiche Jahre waren, sondern für mich auch was Bleibendes. Ich habe zum Beispiel diese Tatsache, dass ich Geschichten erfahre, von Beamten, die ja auch zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass alle Außenminister der europäischen Staaten da hinkommen über den roten Teppich, ganz kurze Statements zum Fernsehmikrofon und da verschwinden, so sitzen da, dass sie, wenn da 26 Staatsmänner sitzen, sitzen in Wirklichkeit 120 Menschen da drinnen. Da sitzen ja Juristen, da sitzen Beamte, da sind Protokollführer und so weiter. Das kommt ja nach außen, wenn man die Leute kennenlernt, zum Beispiel. Ja? Und ich bin für das wahnsinnig dankbar, dass ich einfach das Gefühl habe, ich komme dem näher, was ich mir eigentlich insgeheim immer gewünscht habe, dass es eine Schriftstellerexistenz für mich bereithält, nämlich Einblicke in das Funktionieren von Zeitgenossenschaft und auch in seiner Gewordenheit. Ja?
ich hätte wahrscheinlich zum, ich meine, ich wollte das jetzt beschreiben, wie das jetzt ist, ja, auch mit allen Problemen und allen Widersprüchen. Aber wenn ich das Projekt nicht begonnen hätte, ich hätte zum Beispiel sicherlich nie die Autobiografie von Jean Monnet gelesen. Ja. Aber allein für diese Erfahrung, ja, zu lesen, wie soll ich sagen, was? Dass es wirklich so etwas wie einen Human Factor in der Geschichte gibt. Ja, dass ein Mann mit einer Idee, ja, so Unfassbares bewegen kann. Ja, und eine Idee hat, die einfach genial ist. Ja, wenn wir zurückkehren auf das, was zum Beispiel Jean Monnet also geschrieben hat, bei der Gründung des ersten Büros und wie sie bei der Vorbereitung der Montanunion, ja, wie er dem Schumann erklärt hat, das sind ja zum Teil da also Protokolle also auch wiedergegeben, die er im Archiv hatte, wie er gesagt hat, ja, das ist ganz einfach. Was ist unsere Generationserfahrung? Was ist die Generationserfahrung der Gründerväter? Deutscher, blutiger nationaler Einigungskrieg, gleich darauf der deutsch-französische Krieg, dann Bürgerkrieg, dann Erster Weltkrieg, dann Bürgerkrieg, dann Zweiter Weltkrieg. Ja? Die komplette Zerstörung der europäischen Zivilisation, die Spaltung des Kontinents. Ja? Und er sagt, und das Interessante daran ist, wir hatten immer Friedensverträge. Es gab immer Friedensverträge. Mit anderen Worten, Friedensverträge nützen nichts und Bündnisse, die unterschrieben und besiegelt sind, sind das Papier nicht wert, auf dem sie besiegelt sind. Es gab Bündnisse, es gab Krieg, es gab Friedensverträge, es gab Krieg. Wir machen das anders. Und der Aggressor ist der Nationalismus. Wie können wir nachhaltigen Frieden schaffen? Ganz einfach, durch die Überwindung der Nationen. Weil wir die konkurrierenden Nationen in einem Konkurrenzkampf, ja, um Ressourcen, Bodenschätze, Weltaufteilung haben alles ins Unglück gestürzt. Schumann sagt, okay, lass hören, was hast du für Idee, wie soll man es anders machen? Sagt er, wir schaffen ein System wechselseitiger Abhängigkeit und der Verflechtung der Ökonomie bis zu dem Punkt, dass keiner mehr etwas aus egoistischen Gründen machen kann gegen andere in der Konkurrenz, ohne sich selbst dabei zu schaden. Und in dem Augenblick, wo es durch die Verflechtung, so, Ökonomie ist die Basis. Das ist jetzt nicht marxistisch, meine Damen und Herren, weil das hat meines Wissens auch der Präsident Bush schon festgestellt seinerzeit. Das ist der Economist, oder war es Clinton, ja, jedenfalls ein amerikanischer Präsident, die Verlesung. Das ist der Economist. Aber es ist deswegen kein ökonomisches Projekt. Das ist das Missverständnis, ja, das viele Menschen haben, die sich nicht damit beschäftigen. Es ist kein Projekt zur Beförderung einer bestimmten Ökonomie. Es ist ein politisches Projekt, das davon ausgeht, dass die Ökonomie die Basis ist. Wir müssen sie verflechten und auf der Basis dieser Verflechtung gemeinsame Rahmenbedingungen schaffen für alle Menschen auf diesem Kontinent. Und wenn dieser Gleichheitsgrundsatz auf diesem Kontinent erfüllt ist, werden die Völker nicht mehr übereinander herfallen. So. Das gehen wir an. Das sind kleine Schritte. Zuerst mit der Montanunion, also mit der Verflechtung der damals sechs teilnehmenden Staaten in Fragen von Kohle und Stahl. Warum Kohle und Stahl? Kohle und Stahl waren kriegswichtige Güter. Wer die Kontrolle darüber teilt, verhindert geheime Aufrüstung. Gleichzeitig ist Kohle und Stahl damals enorm wichtig gewesen für den Wiederaufbau. Damit mit der gemeinsamen Kontrolle wurde gewährleistet eine gerechte Verteilung für den gemeinsamen Wiederaufbau des Nachkriegsraums. Ja, verstehen Sie? So ist es Schritt für Schritt gegangen. Wenn man das heute liest, dann erstarrt man die Bewunderung, was die sich gedacht haben und was die auf den Weg gebracht haben. Ja? Und ich kann mittlerweile nicht mehr nachvollziehen, warum es möglich ist, diese Geschichte zu erzählen. Sogar sogenannte pro-europäische Kanzler, ja, kommen sich vor wie Intellektuelle, wenn sie im Fernsehen in einer Talkrunde sagen, nein, das Problem ist, ich brauche ein neues Narrativ. Es fällt jetzt einfach das Narrativ. Wir müssen jetzt hart arbeiten an einem neuen Narrativ.
So, wie geht's noch? Wir haben ein Narrativ, die ganze Geschichte. Die Geschichte liegt vor uns als aufgeschlagenes Buch. Wir müssen sie nur nachlesen. Ja? Und niemand kann dieser Idee etwas gleichwertig Vernünftiges alternativ entgegensetzen. Und das glauben aber zum Beispiel diejenigen, die sagen, na gut, mag ja alles stimmen, das war ein historischer Moment, aber die Geschichte bleibt nicht stehen. Es hat sich auch gezeigt, dass mit der Entwicklung der Europäischen Union, dass da auch vieles nicht funktioniert. Es hat sich vielleicht diese historische Idee erschöpft. Ja? Und wir müssen heute unter Umständen das anders wieder realisieren, weil eben das, gibt so viele Widersprüche, es funktioniert nicht. Und man kann nicht immer im Jahr 1945 oder 1947 hängen bleiben im Bewusstsein. Und da verstehe ich nicht, warum politische Eliten, die europapolitische Verantwortung haben und dann irgendwas am Sonntag vom Brühl der Europäer und in der Talkshow vom Narrativ erzählen, nicht imstande sind zu sagen, sagen wir mal, wieso jetzt immer von 45? Reden wir mal von der Zukunft. Die Zukunft heißt, ob wir es wollen oder nicht, Globalisierung. Und Globalisierung bedeutet nichts anderes als Zertrümmerung aller nationalen Grenzen. Das passiert. Durch den Welthandel und so weiter. Und wenn man nur so. Und das wäre ja nur irgendwas. Die Frage, die entscheidende Frage ist eigentlich nur noch, wollen wir was gestalten oder wollen wir es erleiden? Und wenn wir es gestalten wollen, dann kann man doch bitte mal bekannt machen, dass die Europäische Union mit über 60 Jahren von der Kommission vorangetriebener oder versucht vorangetriebener nachnationaler Entwicklung die beste Expertise weltweit hat im Hinblick auf die nachnationale Entwicklung, die die Globalisierung den ganzen Planeten aufzwingt. Wie so ein Avantgarde. Wir müssen es nur wissen oder bewusst tun, ja? Und uns nicht auch aufzwingen lassen. Das kann man ja alles erzählen. Ja? Und darin sehe ich ja das Geniale an der Gründungsidee, dass es in der Geschichte verankert ist und gleichzeitig weit über unsere Zeitgenossenschaft davon hinausreist. Und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, das das meiner Meinung nach ganz, ganz plastisch zeigt. Vor einigen Jahren hat die Eurostat ausgerechnet, wenn die Entwicklung des Handels, des internationalen Handelsvolumens der letzten 15 Jahre, wenn man die linear hochrechnet, und das kann man machen, es gibt gute Gründe dazu, es einfach so simpel zu machen, wenn man sagt, also die Entwicklung des Welthandels der letzten 15 Jahre, wie geht der weiter? Wenn man das hochrechnet, kommen wir im Jahr 2020 zum Volumen des Welthandels aus dem Jahr 1913. Überlegen Sie mal, was das bedeutet. Wir werden im Jahr 2020 das Volumen des Welthandels wieder erreicht haben, das es im Jahr 1913 gab. Was bedeutet das? Das bedeutet meiner Meinung nach Folgendes. Das bedeutet erstens, man kann diese Entwicklung stoppen. Das ist ja offenbar 1914 bis 1945 gelungen. Weil sonst hätte man jetzt von so einem niedrigen Niveau nach 45 wieder anfangen müssen, um 2020 zum Punkt von 1913 zu kommen. Das heißt, man kann es schon. Man kann das unterbrechen. Auf Kosten von Millionen Dollar. Misere, Elend und Zivilisationsbruch. Und selbst wenn man es dann gestoppt hat, und selbst wenn man hinnimmt die Millionen Tote, fängt wieder von vorne an. Also warum nicht gleich ordentlich gestalten. So, das ist doch eine Lehre aus der Geschichte. Ne? Und sie ist bestätigt mittlerweile durch 6 Jahrzehnte Europapolitik. Bei allen Krisen, bei allen Problemen, bei allen Widersprüchen, bei allem, was man kritisieren muss, es ist 6 Jahrzehnte, über 6 Jahrzehnte der Versuch im Gegensatz zu vorher geordnet, das zu. Ja? Und wenn heute so alarmauslösende, besorgte Menschen immer wieder darauf hinweisen, irgendwie erinnert die gegenwärtige Zeit so ein bisschen an die 30er Jahre.
Ich bin da nicht dieser Meinung. Die Zeit erinnert, wenn sie ein bisschen kritisch uns erscheint, ein Hinblick auf die Renationalisierungstendenzen, die wir überall erleben, erinnert mir eher an das 13. Jahr, nicht 30er Jahre, 1913. Was war 1913? Über 60 Jahre, zumindest in einem Großteil Europas, nämlich Habsburger Reich, seit 1848 bis 1930, also 1913, also über 60 Jahre Friede, rasanter technologischer Fortschritt, Explosion der Globalisierung des Welthandels und die Menschen haben das Gefühl, es geht nichts weiter. Aber gleichzeitig haben sie Angst vor dem, was sich alles entwickelt. Und politisch geht nichts weiter. Und da war doch das Gehirn jetzt dauert. Ja, und da habe ich vor der Wahl dauernd gehört. Es geht nichts weiter. Die Jungen sind Plakat. Es geht nichts weiter, warum geht nichts weiter? Gott sei Dank, warum geht nichts weiter? Warum geht nichts weiter? Ja? Wir brauchen eine andere Regierung, damit das weitergeht. Und gleichzeitig wurde es geht alles viel zu schnell, das ist alles furchtbar, die Entwicklung ist alles so schnell. 1913. Ja? Wir müssen nur aufpassen, dass das viel zu länger wird. Das war mein. Herzlichen Dank an das Jüdische Museum für die Kooperation und super herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und er liest jetzt noch zum Schluss einen kleinen Rausschmeißer und Sie treffen sich dann alle draußen am Büchertisch, weil wir haben jetzt eigentlich sehr viel über Politik, über EU, über Literatur der EU gesprochen. Weniger Literatur, aber Literatur liest man am besten eh selbst und dann gibt es draußen, wie ich hoffe und auch annehme, einen wohlbestückten Büchertisch der Buchhandlung. Nochmals herzlichen Dank fürs Kommen. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Wollen Sie das Video sagen? Das war eine große, geprüfte Zeit sozusagen. Erstaunen, ob, oder das denkt man in der Regel nicht, ob es Wohnen und Leben in Brüssel auch Brüssel war. Also ich meine, Menschen, die nicht in der europäischen Institutionen arbeiten. Ja. Und einer davon ist dieser Emile Buffon, der auch irgendwie so gesundheitlich gekränkelt und lächelt und der Hausarzt empfiehlt ihm, sich einmal durchchecken zu lassen im Spital und verschafft ihm da ein Bett für 3 Tage im Hospital Europe. Das Europaspital, das heißt wirklich so, das ist das Beste in Brüssel. Und da kommt er ins Spital und lernt dort aber auch einen Beamten kennen. Und dann haben sie noch einen Beamten kennengelernt, das sind ein paar Titel, von denen ich das vorher gelesen habe. Emile Buffon war in einem Zweibettzimmer untergebracht, aber das zweite Bett war zum Glück nicht belegt. So konnte er am Abend einige Anrufe erledigen, ohne einen anderen zu nerven oder sich gezwungen zu fühlen, hinauszugehen. Er konnte den Fernsehapparat, der gegenüber dem Becken, über dem Esstisch und daran montiert war, einschalten, wieder ausschalten, ohne sich darüber mit jemandem einigen zu müssen.
So konnte er dann auch in einer sehr unruhigen Nacht hemmungslos unruhig sein, sich im Bett hin und her werfen, immer wieder aufstehen, im Bad Wasser trinken, auf die Toilette gehen, die Spülung betätigen, die so laut rauschte, dass er alleine schon erschrak. Er konnte fluchen, wenn er sich auf dem Rückweg zum Bett an der Bettkante stieß. Er konnte schnarchen und furzen, ohne angespannt darauf achten zu müssen, dezent zu sein. Aber dieses Glück im Unglück war am nächsten Tag vorbei. Früh morgens wurde er zu einem EKG abgeholt und als er zurück ins Zimmer kam, befand sich ein Mann im zweiten Bett. Er lehnte im hochgeklappten Kopfteil des Betts, er war sehr zart, sehr blass, fast durchsichtig, sein dünnes blondes Haar war streng gescheitert. Er trug einen Nadelstreif-Pyjama. Dunkelblaue Seide, die zarten Streifen in Orange. Er hatte die Beine angezogen, auf dem Schoß ein Laptop. In Buffons Kopf pochte noch der Begriff ventrikuläre Extrasystolen und da war jetzt dieser Mann in seinem Zimmer, der so freudig grüßte, als wäre es ein Grund zur Begeisterung, nun nicht mehr alleine zu sein. Buffon grüßte zurück, stand nun zwischen den beiden Betten, diente dem Mann noch einmal zu und saß und sah, dass auf der Brust seines Pyjamas ein Wappen aufgenäht war. Der Mann streckte Buffon die Hand entgegen und sagte, ich bin Maurice Jeronet, sehr erfreut. Buffon sagte seinen Namen, verbeugte sich. Eigentlich beugte er sich nur deshalb etwas vor, um das Wappen besser sehen zu können. Da stand Solvay unter dem Symbol, Solvay darunter Brussels School of Economics. Buffon war verblüfft. Er selbst besaß einen Schal und ein T-Shirt von RSC Anderlecht. Seinem Patenkind Joel hatte er für die Taufe zum Spaß im Fanshop eine Strampelhose in den Anderlechtfarben gekauft. Aber er hatte noch nie erlebt oder gehört, dass jemand den Fan-Pyjama einer Universität trug. Monsieur Jeronet wollte natürlich sofort Krankengeschichten austauschen. Buffon sagte kurz, dass er bloß für eine Durchuntersuchung hier sei, reine Vorsichtsmaßnahme. Naja, sagte Jeronet, die werden schon etwas finden. Die finden immer etwas. Ab 50 kann man Gift drauf nehmen, dass sie etwas finden. Und wenn die Ärzte bei einem 50-plus-Mann nichts finden, dann frage ich mich, was haben die studiert? Dann muss man sofort das Spital wechseln. Aber keine Angst, Monsieur. Hier sind Sie in guten Händen, das Europa ist das beste Krankenhaus, hier finden Sie immer etwas. Bei mir ist es die Milz. Ist das nicht seltsam? Ausgerechnet die Milz. Sie werden erst fragen, warum ist das seltsam oder was daran ist seltsam. Aber sagen Sie mir, Monsieur, was macht die Milz? Was ist Ihre Aufgabe? Sehen Sie, Sie wissen es nicht. Niemand weiß das. Fragen Sie Ihre Freunde, Ihre Bekannten, fragen Sie Menschen auf der Straße. Die Leber, ja, das Herz, sowieso die Lunge, die Nieren. Man muss nicht Medizin studiert haben, um zu wissen, was diese Organe tun, was ihre Funktion ist. Aber die Milz, na, sagen Sie schon, Monsieur, was ist die Aufgabe der Milz? Sehen Sie, eigenartig. Die Milz führt ein Schattendasein. Dabei könnten all die anderen Organe, über die wir glauben, Bescheid zu wissen, und die wir so wichtig halten, auf Dauer gar nicht arbeiten, wenn die Milz nicht wäre. Die Milz, Monsieur, kontrolliert alle anderen Organe, weiß alles, überprüft sie ununterbrochen. Sie wehrt die Krankheiten anderen Organe ab, entfernt schädliche Partikel aus dem Blut, speichert die weißen Blutkörperchen, die sie bei Bedarf ausschüttet, man kann sagen, aussendet wie eine Eingreiftruppe. Das Herz merkt nicht, wenn die Leber ein Problem hat. Die Nieren versuchen ihren Job zu machen, egal ob die Lungenfunktion eingeschränkt ist oder nicht. Aber die Milz, Monsieur, die merkt alles von allen und reagiert auf alle. Und alles, was die Milz tut, nehmen die anderen Organe wahr. Sie ist der große Kommunikator, zugleich der Geheimdienst, den keiner beachtet. Und jetzt hab's ich mit der Milz. Ist das nicht seltsam? Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass wirklich etwas dran ist an dieser Theorie von der Psychosomatik. Das ist mein Verdacht. Sie können sich noch so gesund ernähren. Sie werden magenkrank, wenn Sie im Übertragenen sind. Verstehen Sie? Immer etwas runterschlucken müssen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist bekannt. Sehen Sie, bei mir ist es eben die Milz. Das ist kein Zufall, weil ich bin sozusagen beruflich eine Milz. Und vor einiger Zeit habe ich gemerkt, ich schaffe es nicht mehr. Ich konnte nicht mehr akzeptieren, was meine Aufgabe war. Und Entschuldigung, Sie sind beruflich. Was? Ich meine, nichts. Ich meine, die Vorstellung.
Nun, ich arbeite in der Europäischen Kommission, sagte Chironet, in der ECFIN, das ist die Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen. Ich bin verantwortlich für die Kommunikation. Ich bin sozusagen zwischen den verschiedenen Organen der Kommunikator, der im Schatten steht. Ich muss zusammenhalten und ich muss koordinieren, was da jeder für sich hinarbeitet, alles aufbereiten und dann nicht zuletzt die Reden schreiben, mit denen der Kommissar das nach außen vertritt. So, und jetzt stellen Sie sich bitte einen Organismus vor. Die Lunge schwer belastet von Kettenrauchen, die Leber von Alkoholexzessen, der Magen von Lebensmittelchemie. Und Sie sollen das alles entgiften und dann noch die Reden schreiben, mit denen der Mund verkündet, dass alles in bester Ordnung ist. Womöglich noch, dass die größten Anstrengungen unternommen werden, ein besseres Funktionieren des Organismus zu gewährleisten, zum Beispiel dadurch, dass zur Einsparung des Nägelschneidens nun alle Finger amputiert werden. Ich konnte das nicht mehr, Monsieur. Es hat vor 3 Jahren begonnen, dass ich Schwierigkeiten bekam, weil ich nicht mehr funktionieren konnte. Und damals bekam ich die Studie auf den Tisch, die die Portsmouth University durchgeführt hat. Warten Sie. Er klopfte mit der Tastatur seines Laptops. Hier, ich habe das abgespeichert. The impact of fiscal austerity on suicide mortality. Das ist fürchterlich. Eine Langzeitstudie über den Zusammenhang zwischen den Sparprogrammen für Griechenland, die dann Portugal und Spanien und der Entwicklung der Selbstmordraten in diesen Ländern. Ich will Sie da jetzt nicht mit zu vielen Zahlen langweilen, nur so viel hier. Mit Beginn des Sparprogramms in Griechenland stieg die Selbstmordrate im ersten Jahr um 1,4% über den langjährigen Durchschnitt. Klingt wenig, eine kleine Zahl, aber bitte, das sind Menschen. Und jetzt kommt's. Im dritten Jahr schnellt die Kurve dramatisch nach oben. Da haben wir bereits eine Zahl, bei der wir von einer Epidemie sprechen müssen. Und 91,2% der Suizidfälle in Griechenland betrafen Menschen über 60, deren Pensionen und Gesundheitsversicherungen gekürzt oder gar gestrichen wurden. Im vierten Jahr wächst plötzlich der Anteil der über 40-Jährigen in der Suizidstatistik, überwiegend alleinstehende Langzeitarbeitslose. Im fünften Jahr entspricht der Rückgang der Arbeitslosenzahl der Anzahl bereits der Suizidfälle des Jahres. Und jetzt umgekehrt, warten Sie. Er tippte hier, Irland, das Lieblingsbeispiel meines Kommissars. Hier ist ja das Wirtschaftswachstum wieder so gut angesprungen. Hier haben wir die Sparmaßnahmen eine neue Konjunktur ausgelöst. Die Vorzugsschüler, was zeigt die Studie? Die zuvor dramatisch gestiegene Selbstmordrate ist nicht zurückgegangen. Die Studie zeigt, dass der Konjunkturaufschwung nicht dort ankam, wo zuvor das soziale Netz zerstört worden ist. Verstehen Sie? Die zarten Nasenflügel des Mannes vibrierten. Ich muss gestehen, ich war entrüstet, als ich das las. Ich schrieb ein Papier für den Kommissar für die Mittwochkonferenz. Ich weiß noch, der erste Satz lautete, wir sind Mörder. Ich machte einige Points, was er, also der Kommissar, vorschlagen müsse, damit die Kommission ihrer Aufgabe, dem Schutz der europäischen Bürger, gerecht werde. Ich schickte eine Kopie an den Generaldirektor. Er ist immerhin zuständig für die Ökonomie der Mitgliedstaaten. Jedenfalls, alles sinnlos. Ich schaffe die Giftung nicht mehr. Seit damals habe ich Beschwerden. Es ist die Miliz, Monsieur. Und in diesem Augenblick kam die Schwester herein. Monsieur Buffon, ich bringe Sie zur Sonographie. Buffon entschuldigte sich und folgte der Schwester. Ein Redenschreiber, der ununterbrochen redete, das war ihm zu viel. Auch wenn er sich eingestehen musste, im Grunde war dieser Mann ein Waffenbruch.